Es ist Donnerstag, der 6. Februar des Jahres 2020. Hier ist eine Live-Sendung von Macht und Menschenrechte von unser Politikblog mit Unterstützung von BewegWas. Mein Name ist Volker Reusing und heute begrüße ich zu dem Thema Heilpraktiker im Fadenkreuz des Bundesgesundheitsministeriums Herrn Siegfried Kemper, den stellvertretenden Vorsitzenden des Bundes Deutscher Heilpraktiker. Guten Abend, Herr Kemper. Einen schönen guten Abend, Herr Reusing. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen für unsere Sendung. Sehr gerne. Da interessiert uns doch als erstes, wie viele Heilpraktiker gibt es eigentlich in Deutschland und wie viele im somatischen, also körperlich-medizinischen und wie viele im psychologischen Bereich? Ich kann auf eine Studie des Bundesamts für Statistik zitieren. Und danach gibt es in Deutschland 47.000 Heilpraktikerpraxen. Da geht nicht daraus hervor, wie viel dann auf Psychotherapie sektoral spezialisiert sind. Wir gehen davon aus, das dürfte eine Zahl sein, die ist jetzt nicht genau für mich ermittelbar, zwischen so 16.000, vielleicht 18.000, das dürfte realistisch sein. Jetzt hat ja das Bundesgesundheitsministerium ein Gutachten in Auftrag gegeben bzw. ausgeschrieben. Da geht es um wesentliche Änderungen im Heilpraktikerbereich oder gar die Abschaffung des Heilpraktikerberufs. Was will das Bundesgesundheitsministerium da genau wissen, bei diesem Rechtsgutachten, was es in Auftrag geben will? Ja, also ich habe mir das genau angesehen und man kann schon den Verdacht haben, dass die favorisierte Idee, so ist das Gutachten von dem Auftrag ja auch ein bisschen ausgeschrieben, ob es eine Möglichkeit gäbe, den Heilpraktikerberuf abzuschaffen, wie das wäre, wie das dann mit Übergangsbesitz stand oder wenn es nicht möglich wäre, wie könnte man ihn besser modernisieren, regulieren. Also da ist schon ein ziemlicher Unterton. Wenn wir anfragen, bekommen wir aber so ein bisschen die Antwort, es ist ja aufgrund des Koalitionsvertrages der laufenden, also 19. Legislaturperiode, dass man alle Gesundheitsberufe sich vornimmt, um die irgendwie mit dem Stichwort Patientenschutz besser zu machen. So kam es ja vor kurzem zum neuen Psychotherapeutengesetz, es gab ein Hebammengesetz neues. Also da ist der Gesundheitsminister sehr emsig unterwegs. Und zu welchen Verbesserungen, worum geht es da? Welche Fragen sollen da behandelt werden? Also da würde ich dann als erstes einfach sagen, das wäre sehr schön, wenn man uns das auch nicht nur Sie, vielen Dank dafür, sondern auch eben vom Gesundheitsministerium gefragt hätte. Ich persönlich hätte mir auch gewünscht, dass man überhaupt erstmal eine Umfrage oder ein Gutachten in Auftrag gibt. Was macht der Heilpraktiker? Mit welchen Menschen und mit wie vielen und was kommt dabei rum und was passiert vielleicht, weil das würden wir alle sehr gerne seriös auch auf dem Tisch haben, bevor man sich zuerst mit der Frage beschäftigt, wie schafft man ihn vielleicht ab? Das muss man nämlich mal sich auch mal kaufmännisch anschauen. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass laut Bundesamt für Statistik die Heilpraktikerpraxen einen Jahresumsatz von 1 Milliarde Euro versteuern, dass sie 60.000 Menschen ihren Lebensunterhalt davon verdienen. Und wir haben dann eine Studienauftrag gegeben, um auch mal die Patientenkontakte zu verifizieren. Und wir haben etwa 40 Millionen Patientenkontakte jährlich. Also so schrecklich viel passiert nicht, dass man bei 40 Millionen Patientenkontakte überhaupt einen Regelungsbedarf oder Handlungsbedarf hat, wo man jetzt sofort die Frage stellen muss, auch fast aggressiv, kann man den Beruf denn nicht ganz abschaffen? Also von daher ist schon Sorge und Anlass zur Sorge gegeben. Was für Anlässe oder Gründe gibt es denn überhaupt, jetzt diese weitgehende Frage zu machen, wenn die Heilpraktiker zumindest gemessen an der Zahl der beschäftigten Menschen und der Patientenkontakte des Umsatzes ja auch recht etabliert sind? Richtig. Also Herr Spahn hat, und das konnte man auf seiner Ministeriumsseite auch sehen, klipp und klar zitiert, dass ein Fall von Brückenbracht ihn gewissermaßen darauf aufmerksam gemacht hat. Das ist ein Fall, wo ein Heilpraktiker, der übrigens Akademiker ist, der hat ein Diplom an der Fachhochschule als Ingenieur für Gesundheitswesen 1985 abgeschlossen. Also jemand, der medizinisch durchaus sehr gebildet war. Und der hat eine Brom Substanz aus dem Ausland sich besorgt und in dem Glauben, damit Krebs behandeln zu können, eine sehr aggressive Werbung betrieben,
die auch schon vom Heilmittelwerbegesetz her verboten ist und auch bestraft werden musste, dass er mit Heilungsversprechen gewissermaßen geworben hat. Die Menschen, die dann mit verzweifelten, schlechten Prognosen zu ihm gegangen sind, haben von der Bannung nicht nur nicht profitiert, sondern sind aufgrund einer Vergiftung mit Brom, das wurde dann auch später in Gerichtsmedizin so bestätigt, gestorben. Zumal er eine solche Dosierung durch eine Waage, die er benutzt hat, die so hoch war, dass es auch noch von den Empfehlungen, wo man experimentiert in Amerika, praktisch auch das giftig, falsch und zum Teil von der Art, wie es gemacht worden ist, sogar kriminell war. So wurde der Mann ja auch rechtskräftig verurteilt. So, das hat der Spahn dann zitiert und gesagt, das darf nicht sein, dass Heilpraktiker verschreibungspflichtige Substanzen Zugang haben, und hat sich dann als erstes vorgenommen, in einem Gesetz zur Sicherung der Arzneimittelversorgung, das Gesetz wird abgekürzt GSAV, und hat aber dabei gewissermaßen über das Ziel weit hinausgeschossen, denn ich glaube, dass er es gar nicht gemerkt hat oder vielleicht auch gar nicht wollte, lässt sich aus diesem Gesetz herauslesen, dass jetzt wir auch keine Eigenbluttherapie mehr machen dürfen, was wiederum anderen Bezirksregierungen, die auf Heilpraktiker schauen, zum Anlass genommen haben, zu sagen, ihr dürft das jetzt nicht mehr machen. Und das wurde dann teilweise über Nacht geschehen, und zwar von etwa 250 Fällen, die ich persönlich betreue, werden etwa 10.000 bis 15.000 Heilpraktiker diese Behandlung machen und bis dahin gemacht haben. Und jetzt ist plötzlich ein Verbot da. Der Heilpraktiker aus Brückenbracht hat weder Eigenblutbehandlung gemacht, noch eine Ozontherapie. Er hatte Brom-Infusionen gegeben. Also dass Herr Spahn darin eine Gefahr sieht, dass alle Heilpraktiker beschnitten werden müssen oder gar abgeschafft, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Viele Fälle, die jetzt in den Medien sind, gerade in den letzten Jahren, sind ja so nicht bekannt, und man kann sicher davon ausgehen, das haben Sie vielleicht auch durch den Panorama-Bericht, der vor kurzem war, da hat man auch sehr aggressiv Heilpraktiker versucht zu kritisieren. Ich habe selbst einen Fernsehbericht gesehen vor etwa 2-3 Monaten in so einem Mittags- oder Morgensmagazin. Da hat man durch eine Faltenunterspritzung einen Behandlungsfehler gezeigt, und drunter stand: Diese Frau war bei einem Arzt in Behandlung. Das heißt, man hat noch nicht mal einen verpfuschten Heilpraktikerfall gefunden, den man da zeigen konnte, hat aber das Ganze aufgehangen als die gefährlichen Heilpraktiker. Also man kann nicht so sehr viele Fälle haben, weil es, also da hat die Presse greift immer gerne auf dieselben zurück. Und dieser Fall war für uns äußerst unerfreulich, weil wenn man gleich 4 Tote hat durch einen einzigen Heilpraktiker, dann ist das natürlich sehr traurig, aber ich finde es schon ungerecht, an alle Heilpraktiker dafür so zu bestrafen. Denn das wird gemacht, indem man eben uns eine Behandlung verbietet, die immerhin auf Platz 3 der Naturheilverfahren ist, wie eben die Eigenbluttherapie. Das kommt schon fast einem Berufsverbot gleich. Und deswegen sehe ich die Gefahr, dass wenn er eine Möglichkeit sähe, unseren Beruf abzuschaffen, dass ihm das durchaus nicht unangenehm werde, diese Möglichkeit. Jetzt wissen vielleicht viele Zuhörer nicht, was Eigenbluttherapie ist. Um auch mal den Unterschied zu sehen im Vergleich zu einer sehr experimentellen Brom-Behandlung. Ja, kann ich gerne kurz was sagen. Also vielleicht erstmal zu dieser Brom-Behandlung, die es überhaupt nicht gibt, sondern es gibt Versuche mit Brom bei Tumorpatienten, wo man sagt, mit bestimmten, also giftigen Chemotherapie hat er die Idee, den Körper, und zwar Zellen, die sich schnell teilen, das tun ja besonders Krebszellen, zu schädigen. So, wir Heilpraktiker haben eigentlich immer einen großen Abstand zu Sachen, die schädigen. Wir wollen ja regulieren. Und die Eigenblutbehandlung ist so eine Regulation. Es wird von sehr vielen Hautärzten gemacht, weil es sowohl bei Allergien hilft, als auch bei Infektanfälligkeit. Man hat Blut genommen in kleinen Mengen. Es gibt auch eine Variante, die besonders bei Sportlern oder zum Beispiel berühmteste Patientin, die Queen Mam, die hat das also auch über lange Zeit bekommen und ist 108 Jahre alt geworden. Das nennt sich dann auch große Eigenblutbehandlung. In der Kleinen wird das eine kleine Menge Blut entnommen, entweder ozonisiert mit homöopathischen Mitteln etwas verdünnt, dass es auch nicht gleich gerinnt, und dann unter die Haut oder intramuskulär zurückgespritzt. Erstaunlicherweise, weil im Blut ist eben so ziemlich viel Information, haben Menschen, die oft Herpesinfektionen bekommen haben, oft grippale Infekte, ein deutlich besseres eigenes Abwehrsystem, und die Heuschnupfen hatten, mit juckenden Augen, mit Fließschnutzen, die hatten plötzlich weniger dieser allergischen Symptome. Das heißt, eine Behandlung, die reguliert. So, und diese Behandlung ist dann, weil ja
am Patienten das Blut entnommen wird, ohne den Raum zu verlassen, ohne irgendwo hingeschickt zu werden, sofort wieder zurückgespritzt. Es soll ja auch nicht gerinnen. Hier besteht also keine Möglichkeit, eine Infektion zu übertragen, weil entweder hat der Patient Keime und mit seinem eigenen Blut kann er sie nicht anstecken, oder der Behandler, egal ob Arzt oder Heilpraktiker, macht gravierende Fehler in der Hygiene und hat selbst eine Infektion oder schafft es mit Nicht-Einwegmaden, was gar nicht vorstellbar ist in Deutschland, ohne Einwegmaterial zu arbeiten. Also von daher, hier eine Gefahr hinein zu interpretieren, ist schon ziemlich weit hergeholt. Und was ganz, ganz anderes, als was hier in dem Fall von Brückenbrach gemacht worden ist. Jetzt ist ja auch darüber nachgedacht worden, es gibt ja schon einen Arztvorbehalt bei bestimmten Behandlungen und darüber hinaus Heilpraktiker explizit von weiteren Behandlungen auszuschließen. Was geht es da? Ja, ich finde das auch sehr wenig ausgedacht. Sie müssten mal sich Folgendes vorstellen. Ärzte, Funktionäre, und ich hatte selbst mit dem Chef der Ärztekammer von dem Bereich, der in Münster sitzt, also Ostwestfalen, gesprochen, weil er dieser sogenannte Münsteraner Kreis, da waren bestimmte Gruppierungen, die eben gesagt haben, Heilpraktiker, auch wieder alles aufgrund diesen Fall von Brückenbrach aufmerksam geworden. Da wurde vielen erst bewusst, dass wir eine sehr hohe Behandlungsautonomie haben. Es gibt ja Politiker, Funktionäre, die wussten gar nicht, dass Heilpraktiker überhaupt zum Beispiel stechen, Akupunkturnadeln setzen können, konnte man sich vorstellen, aber sogar Injektionen geben. So. Und dann hat man sich halt gedacht, das ist ja vielleicht mit Gefahren verbunden. Der Heilpraktiker selbst hat ja kein Studium, er hat sich alles selbst angeeignet. Unsere Ausbildung zahlen wir selbst an Privatschulen und wir fallen weder den gesetzlichen Kassen zur Last, wir entlasten das Gesundheitssystem, auch schon nicht mal beim Studium. So, und da sind Ärzte auf die Idee gekommen, wenn ein Heilpraktiker so wenig Ahnung hat, weil er nicht studiert hat, dann dürfte er vielleicht schwere Krankheiten wie Krebs nicht behandeln, weil ja dieser Mann, der hier kriminell war, Krebspatienten angelockt hat, ihnen Hoffnung gemacht hat, sie finanziell auch da, muss man sagen, ausgebeutet hat. Das war eine sehr teure Behandlung, sie wurde sehr, sehr teuer verkauft. Und es war eigentlich klar, dass dabei nichts herauskommen kann. So, jetzt war dann die Idee, dann sollten Heilpraktiker gar keine Krebspatienten behandeln. Ich habe zum Beispiel den Chef der Ärztekammer gesagt, er soll doch mal bitte in Gelsenkirchen Krankenhäuser anrufen, wie die über den Camper reden, denn ich habe in den fast 40 Jahren, wo ich in der Praxis stehe, sehr viele zigtausend Menschen behandelt. Und ich behandle keinen Krebspatienten, wenn er nicht zum Arzt geht, ins Krankenhaus, die Chemotherapie, die Strahlenbehandlung macht. Sonst lehne ich das ab, denn ich sehe meine Aufgabe, den Patienten Zuwendung zu geben, eben ihn zu stärken, damit er auch diese ganzen wichtigen Maßnahmen der Schulmedizin besser verarbeitet und auch einen Platz hat, wo in der normalen Medizin nicht der Platz da ist, das zu leisten, was ich tue. Und deswegen mögen eigentlich Ärzte, zum Beispiel in Gelsenkirchen, meine Arbeit und würden nie einem Patienten sagen, geh da nicht hin. Im Gegenteil, die würden sagen, das ist korrekt, das wollen wir nämlich sein. Sodass man, wenn man jetzt sagt, ein Heilpraktiker, der behaupten würde, er möchte Krebs behandeln, der verstößt schon eben gegen das Heilmittelwerbegesetz, da würde man auch sagen, das ist eine Gefahr für die Volksgesundheit. Und da wurde auch mal einem Heilpraktiker in Karlsruhe seine Erlaubnis entzogen, auch das ist schon viele Jahre her, weil er einer Patientin mit Brustkrebs das Gefühl gegeben hat, so auch die Aktenlage seiner Aufzeichnung, dass er ihr nicht deutlich genug gemacht hat, sie muss zusätzlich zu seinen Bemühungen zur onkologischen Therapie gehen. Und das ist ein Grund, einem Heilpraktiker auch schon heute die Erlaubnis zu entziehen, weil das ein grober Behandlungsfehler ist. Das Patientenrechtegesetz, das viele nicht kennen, das gibt es seit 2012, schreibt vor, dass, was Standards sind und wie die zu beachten sind und wie ein Behandlungsfehler definiert ist. Also auch hier besteht ehrlich gesagt kein Handlungsbedarf. Also zu sagen, jetzt sollen wir chronisch Kranke, die in der Medizin eigentlich nicht so gut versorgt sind, oder Krebskranke nicht mehr mitversorgen, das wäre wirklich auch, finde ich, eine Verletzung des Volkes, ihm etwas zu nehmen. Niemand wird da gezwungen, zum Heilpraktiker zu gehen. Und ein Heilpraktiker sagt, geh nicht zum Arzt, macht sich an der Stelle strafbar bei solchen Erkrankungen. Wie kann denn dann die ergänzende Behandlung des Heilpraktikers aussehen bei Krebspatienten zum Beispiel? Schauen Sie, also danke,
Sie sind sehr intelligent in der Fragestellung, weil das Wort ergänzend bringt es genau auf den Punkt. Wir definieren uns als komplementär in vielen Bereichen. Wir haben ja gar nicht den Zugang zum Beispiel zu den Schmerzmitteln, die Schmerzpatienten brauchen. Aber damit sie eben Linderung haben, Entspannung, da haben wir einiges zu tun. Also beispielsweise das Komplementäre bei Tumorpatienten besteht darin, dass man ihnen bestimmte Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel empfiehlt, die nicht in der Chemotherapie dazwischen funken. Das gibt es ja auch, dass man sagt, man möchte jetzt nicht mit Vitaminen Tumorzellen stärken. Aber es gibt bestimmte Intervalle, wo keine Strahlenbehandlung gemacht wird. Und auch in der Strahlenbehandlung hat sich in der Medizin inzwischen gut auch sogar etabliert, dass als Beispiel Selengaben bei manchen Tumoren und bei manchen Chemotherapie-Mustern sehr hilfreich sind. Auf sowas würden wir achten. Wir würden den Patienten auch zum Beispiel, ganz oft kommt es im Rahmen von Chemotherapie, zu Magen-Darm-Beschwerden. Wir haben mit mikrobiologischen Präparaten, die dafür sogar zugelassen sind, dass der Patient nicht Durchfälle hat und am Verhungern ist. Der heutige Krebspatient ist ja eher der Patient, der verhungert und aushungert. Das heißt ja auch eine konsumierende, verzehrende Erkrankung. Und da haben wir einen sehr guten Platz, seine Ernährung, sein Appetit und seine Magen-Darm-Schleimhaut zu schützen. Das macht der Arzt nicht. Das ist nicht die Aufgabe des Onkologen. Der versucht, Krebszellen kleiner zu machen, zu vernichten durch Strahl, idealerweise durch Tumor, durch Entfernung als Operation. Wir machen sehr gerne auch sehr, sehr gut Operationsnachbehandlungen im Bereich der Wundheilung, Regeneration des Blutbildes. Da haben wir eben aus der Pflanzenheilkunde, aus der Homöopathie, Substanzen, die so wirken. Man kann das zwar nicht immer wissenschaftlich beweisen, aber es scheint halt zu gehen. Denn ich habe das Feedback, dass dann schon Patienten sagen, dass der Arzt sie gefragt hat, was machen sie denn noch? Weil dem Arzt aufgefallen ist, dass die sich besser darstellen im Zuge der Chemotherapie und Bestrahlung als andere Patienten, die nicht zusätzlich komplementär sich bestimmte Leistungen, auch Sauerstoffinhalationen, bestimmte Leistungen bieten wir an und die werden eben offensichtlich da gut angenommen und haben eine Wirkung. Der Patient muss es ja selbst bezahlen. Kommen wir nochmal auf die Fälle zurück, die jetzt, auf den Fall zurück, der jetzt anders gegeben hat. Also Sie sehen jetzt keinen Handlungsbedarf, Gesetze zu ändern. Muss man vielleicht die Überwachung der Gesetze verbessern, damit solche Fälle nicht mehr passieren? Das ist richtig. Auch da Kompliment über den Sachverstand. Der Mann aus Brückenbracht hat eben nicht der Bezirksregierung angezeigt, dass er das macht. Das ist nämlich eine anzeigepflichtige Tätigkeit. Dann hätte die Bezirksregierung den Vorwurf sich gefallen lassen müssen, ihm das sofort zu verbieten. Dieser Mann hatte vorher im Bereich in Hessen eine praktische Tätigkeit und hatte bestimmte Infusionen, noch nicht mal das mit Brom, angezeigt. Und diese Bezirksregierung hat tatsächlich auch hinterfragt, warum machen Sie das? Also sie war da sehr sorgfältig. Also wir haben im Arzneimittelrecht einerseits Gesetze und es gibt aber in der Überprüfung relativ wenig. Also auch die Gesundheitsämter sind personell nicht so gut ausgestattet, dass zum Beispiel regelmäßig alle Praxen kontrollieren, was ich mir wünschen würde. Ich selbst habe schon verschiedentlich den Amtsarzt eingeladen, zu mir zu kommen und ich habe auch einen Amtsarzt aus einem anderen Bereich eingeladen, gegen Geld meine Praxis zu überprüfen, weil ich möchte vorzeigbar und wissen, wenn der Amtsarzt sagt, es ist alles hygienisch einwandfrei, dann fühle ich mich doch besser in meiner Haut und ich kann mir nicht so leicht einen Vorwurf, kann man mir nicht so leicht anhängen. Das heißt, wir haben selbst ein Interesse daran, dass die Gesetze überwacht werden, damit wir von diesem Vorwurf und diesem im Prinzip vorausgegebenen Verdacht, den man uns dauernd vorwirft, wir könnten nicht hygienisch arbeiten, uns zu befreien. Ich habe auch einen Professor für Hygiene in meiner Praxis, alle Behandlungsformen vorgeführt, um die es da ging, bevor dieses Verbot von Herrn Spahn dann eben halt endgültig leider doch kam. Ich wollte es verhindern. Und es ist auch da gutachterlich festgestellt, A, dass ich genauso arbeite, wie es die Hygienerichtlinie macht, denn es gibt keine schwächere für Heilpraktiker und eine strengere für Ärzte, sondern es gibt für jeden Eingriff, für jede Maßnahme in einer Praxis oder in einem Krankenhaus, man unterscheidet stationär oder ambulante Behandlungseinrichtungen, gibt es medizinische Standards. Die lesen wir genauso, weil die Bücher kaufen wir genauso wie ein Arzt und wir haben auch deswegen das gleiche Wissen und wir haben auch Kurse, wo das gezeigt werden kann. Und da würden wir auch gerne Sachkundenachweis liefern, wenn er von der Politik
gefordert wird. Machen das jetzt alles freiwillig, aber wird das auch gerne begleitend mit der Politik entwickeln. Da wäre ich sogar dafür, damit einfach dieses Gefühl, man müsste uns etwas verbieten, weil es könnte ja mal was passieren, weil so wenig passiert, höre ich nämlich dann bei Gesprächspartnern, ja, aber es könnte ja was passieren. Und dann wird man uns vorwerfen, wieso habt ihr nicht schon vorher einen Riegel vorgeschoben? Also, weil man uns nicht wirklich viel Schaden nachweisen kann, wird immer von dieser Hypothese, wir können dann vielleicht etwas tun, was dann zu bestrafen oder was dann Patienten sagen, wieso hat die Politik das überhaupt so weit kommen lassen? So, deswegen, das würde ich mir wünschen, dass man sowohl die Gesetze deutlicher macht, dass man also auch, wir als Verband informieren, wenn immer ein neues Gesetz rauskommt und interpretieren und geben dafür Geld an hochwertige Anwälte aus, damit wir das auch richtig publizieren. Weil ja ein Heilpraktiker oder Arzt ist ja nicht gleich ein Jurist. Und das, was da zum Beispiel in dieser neuen Arzneimittelgesetzesänderung steht, da kann ein Normalsterblicher gar nicht herauslesen, dass Eigenblut verboten ist. Ich darf das kurz erläutern. Es ist nämlich lediglich geschrieben worden, weil Herr Spahn ja diesen Fall Brückenbracht abbügeln wollte, dass verschreibungspflichtige Substanzen dem Heilpraktiker nicht zugänglich sind, wenn er selbst Arzneimittel herstellt zur Anwendung am Patienten. Bisher durfte er das, nicht verschreibungspflichtige, aber Arzneimittel selbst herstellen, er musste es anzeigen, wie ich es gerade erklärt habe. So, das war also schon immer so. Jetzt steht aber, diese verschreibungspflichtigen Substanzen sind zu entnehmen dem Paragraph 48 und der verweist auf eine sogenannte Arzneimittelverschreibungsverordnung. Und da steht ganz groß drauf, diese Stoffe, die hier aufgelistet sind, die dürfen nur auf Grundlage eines Arztrezeptes einen Patienten in der Apotheke übergeben werden. Und da steht selbstverständlich schon seit Ewigkeiten Blutprodukte, weil es ja Gerinnungsfaktoren gibt, Albumine, also Stoffe, die Menschen mit Bluterkrankheit haben, als um Gerinnung zu haben, oder die so schwach sind, dass sie auch Spenderblutprodukte brauchen. Dafür ist es doch klar, weil wenn ich Blut entnehme in eine Spendeeinrichtung, es muss aufbereitet, konserviert, irgendwann einem Patienten gegeben werden, da kann man ganz viel vertauschen und falsch machen. So, das ist ein Vorgang, der gehört natürlich in die Arzthand. Aber Eigenblut, was nie in Apotheke gelangen kann, was nie einen Vertriebsweg oder einen Versandweg hat, dass man das eine Eigenblutbehandlung, also ein Therapieverfahren verbietet, auf der Grundlage, Blutprodukte sind verschreibungspflichtig, also dürft ihr Eigenblutbehandlung nicht machen. Das empfinde ich schon fast ein bisschen abstrus oder hinterhältig und das muss man erstmal jemandem erklären. Aber leider Gottes wird das so interpretiert, dass die Behörden, die über die Arzneimittelüberwachung zuständig sind, Heilpraktikern, eine Untersagungsverfügung, wir haben dagegen geklagt und haben in der ersten Instanz auch leider verloren. Und durch das Berufungsverfahren, was noch aussteht, muss man sehen, wie man sich auch mal verfassungsrechtlich damit auseinandersetzt, ob man uns einfach ein Verfahren so verbieten kann auf diesen Weg. Denn das Arzneimittelgesetz hat den Namen Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln. Also das alles, die Therapien uns zu amputieren, weil man sagt, dann seid ihr nicht mehr gefährlich, finde ich nicht korrekt. Verkehr wird ja in vielen Bereichen noch so verwendet, dass man da etwas bewegt in einer Richtung, was vielen zugänglich ist auf dem Markt und jetzt nicht nur von einem Patienten zu einem Arzt, zu einem Heilpraktiker und direkt wieder zurück. Richtig. Deswegen hat man ja genau, also auch ich bewundere Ihren Sachverstand, deswegen hat man ja diesen Paragraph 13 im Arzneimittelgesetz eingefügt, weil Ärzte wie auch Heilpraktiker in der Lage sein sollen, innerhalb der Praxis. Und dann hat man gesagt, Arzneimittel brauchen keine Zulassung als Arzneimittel, wenn sie ein Arzt oder eine sonst zur Ausübung der Heilkunde befugte Person, damit meint man uns Heilpraktiker, weil es gibt sonst niemanden, der zur Ausübung der Heilkunde befugt ist, an einem Patienten zur unmittelbaren Verwendung diese herstellt. So. Und das war 2009 und da habe ich auch dann schon durch einen Vortrag, als es in dem Referendum war, mit einbringen lassen können. Das hat mir also angeregt, dass man da auch schon die sicherstellt, dass wir sowas tun können. Weil man hat den Heilpraktiker erstmal da ganz vergessen. Und man wollte, dass auch Heilpraktiker diese Mittel selbst in der Praxis herstellen können, wie zum Beispiel bei Eigenblut. Dann stelle ich ein Arzneimittel her, weil bei Definition ist etwas, was eine Wirkung hat, ein Arzneimittel. Es kommt halt nicht in den Verkehr, genau wie Sie richtig sagen. Und deshalb darf ein Arzt oder Heilpraktiker das herstellen unter seiner Verantwortung und ist natürlich mit allen Konsequenzen, was Hygiene, was Risiken, haftbar und in der Pflicht.
So. Es ist auch im Arzneimittelgesetz klar, es ist verboten, gefährliche Substanzen herzustellen oder anzuwenden. Es ist auch genau definiert, was ist gefährlich, nämlich das, was nicht erprobt ist oder was nicht zugelassen ist oder wo es nicht ausreichend Erkenntnismaterial gibt. So, das alles ist wirklich ein gutes Gesetz und hat auch prima funktioniert. Denn einen solchen Fall, dass doch Substanzen, die missbräuchlich aus dem Ausland hier so verwendet worden sind, das hat es tatsächlich noch nie gegeben. Das war wirklich ein Einzelfall und natürlich sehr, sehr bedauerlich und schadet jetzt der gesamten Heilpraktikerschaft auf übelster Weise. Da fällt mir eine zusätzliche Frage ein, und zwar als Verbandsvertreter sind Sie sich natürlich sehr bewusst und Sie sehen ja auch Fälle, wo es zu Streitigkeiten kommt in größerer Zahl. Kommt das Wissen, was Sie als Verband haben, gerade die Punkte, die jetzt kritisch sind, um Schäden zu vermeiden, kommt das auch genug bei den einzelnen Heilpraktikerpraxen dann an? Ja, also ich muss da wirklich, kann ich dann für die Kollegen alle, auch die jetzt nicht unser Verband sind, erstmal das Kompliment aussprechen. Mich selbst hat das ja umgetrieben. Ich bin an diesem Punkt, wo ich heute bin, fachlich auch nur, weil ich immer die Angst hatte, mir kann was passieren. Und ich habe von ganz vielen Sachen auch immer Respekt und auch die Finger natürlich von gelassen, wo ich nur ansatzweise der Meinung war, das könnte gefährlich sein. Man bekommt natürlich viele Angebote von Herstellern, auch von ausländischen Produkten, gerade Nahrungsergänzungsmittel, was die alles heilen und tollen können. Manchmal wird sogar Geld angeboten, damit man das den Patienten anbietet. Es gibt so Produkte, so Franchise-Systeme, wo dann auch im Fokus schon mal berichtet war, wo auch Ärzte Patienten Sachen verordnet haben, empfohlen haben und das wurde dann Geld zurücküberwiesen. Das ist nicht statthaft. Heute wird ein Arzt dafür auch bestraft werden. Aber man muss eben nicht alles tun, was verlockt. Diese Eigenverantwortung und Selbstverpflichtung hat jeder. Wir als Verband haben eine Berufsordnung, wie die anderen Verbände auch. Und der Heilpraktiker unterwirft sich der Berufsaufsicht durch uns und würde sich auch von uns gegebenenfalls durch ein Ehrenratsverfahren oder auch, wenn ein Patient sich beschwert, über unsere Patientenstelle vermitteln lassen. So, das heißt, die Heilpraktiker, die da auch in einer der großen Verbände sind, machen mehr, das ist keine Kammer, keine gesetzliche Vorschrift, sondern sind selbst bereit, A, sich informieren zu lassen, dass alle Gesetze bekannt und richtig dargestellt werden. Auch die Schulungen, wir bieten ja sehr viel qualitätsgesicherte Schulungen an, gerade im Bereich Hygiene, Injektionen, invasive Maßnahmen. Und wir haben sogar Verbandsschulen, die sich bei uns evaluieren. Das heißt, wenn sich der Gesundheitsminister oder das Ministerium zuerst einmal mit uns auseinandersetzen würde und sich das anschaut und sich dann vielleicht sagt, jetzt brauchen wir das nur noch staatlich zu kontrollieren oder wir wollen noch dies oder das. Und wir haben so viel, was wir vorlegen können. Und das habe ich auch angeboten. Ich habe auch ein Gespräch mit Herrn Spahn gesucht, aber das wurde mir bisher verweigert, eben mit Hinweis darauf, jetzt läuft ja das Rechtsgutachten, das will man erst auswerten. Man möchte auch nicht über das Gutachten an sich reden. Also man will erstmal sich wieder hier eine Meinung bilden, einen juristischen Weg, vielleicht sogar einen Referentenentwurf entwickeln und nimmt uns erstmal nicht mit, obschon wir sehr viel Sachverstand, sehr viel Material liefern möchten und auch zuarbeiten. Denn ich sehe auch in dem Rechtsgutachten eine Chance, damit man mal endlich uns aus dieser Schmuddel-Verdachtsmomentsecke herausholt, sondern auf uns schaut und eben nicht nur, wenn man sieht, was wir alles dürfen, eine Gänsehaut bekommt und so denkt, warum passiert nicht mehr? Es passiert deshalb nichts, weil wir eben das Patientrechtegesetz verinnerlicht haben, keinen Schaden zufügen, unsere Grenzen kennen und die medizinischen Standards beachten. Das ist so eine Art Ethik, Schwur, den wir uns selbst gewissermaßen auferlegt haben. Und das heißt, Ihre Beschwerdestelle, was macht die? Wenn die Patienten sich beschweren, ist das eine Alternative dazu, den Rechtsweg zu beschreiten, etwas niedrigschwelliger schon Stoppsignal zu setzen? Genau, weil es kostet eben nichts. Also ein Patient, der das Gefühl hat, er ist vom Heilpraktiker nicht gut behandelt worden, jetzt nicht zum Anwalt will, eben genau wegen der finanziellen Hürde, hat die Möglichkeit über den Verband, es würde dann bei mir geleitet, ich würde dann entscheiden, ob es eine medizinische Bearbeitung bräuchte, eine juristische oder auch manchmal ist es eine menschliche. Denn selbstverständlich, es gibt Fälle und ich habe erfreulich wenig, aber die Fälle, die es gibt, sind meistens, der Patient hat sich gut behandeln lassen, sogar gut behandelt gefühlt. Deswegen spricht er jetzt nicht mit seinem Heilpraktiker, sondern mit uns, weil er ist total enttäuscht, dass er durch seine private Krankenkasse, wo er auch Heilpraktikerleistungen für
Geld versichert hat, dass die mitgeteilt hat, das ist nicht wissenschaftlich anerkannt, das ist zu teuer. Wir haben ja auch Gebühren, die nicht gesetzlich festgelegt sind, wie bei Ärzten, sondern wir haben einen Gebührenrahmen, der stammt aus dem Jahr 1985 und Heilpraktiker können betriebswirtschaftlich frei kalkulieren. Aber Versicherungen zahlen in der Regel eben nur so viel, wie in diesem Rahmen ist, manche bis zum höchst, manche bis zum niedrigsten Wert. Das sind teilweise gute Versicherungen, mit denen wir auch hoch zusammenarbeiten. Und dann kann der Heilpraktiker entscheiden, dann nehme ich halt nur weniger Geld oder der Patient muss was zuzahlen oder er muss viel zuzahlen. Aber das muss er im Rahmen der Aufklärungspflicht dem Patienten sagen. Das heißt, Aufklärungspflicht-Vernachlässigungen, die kommen tatsächlich vor. Und dann wird der Patient uns aufsuchen oder fragen und dann vermitteln wir, damit es gar nicht zu einer Auseinandersetzung kommt. Denn da würde ganz klar der Heilpraktiker arge Einbußen hinnehmen müssen, wenn er nicht gut aufgeklärt hat. Oder man sagt auch wenn er aufgeklärt hat, manchmal sogar schriftlich über eine Honorarvereinbarung, der Patient hat das aber nicht richtig verstanden, ne? Dann will man trotzdem den Patienten auch ersparen und dem Heilpraktiker einen Patienten nicht vergrälen, der dann übel über uns spricht und vermittelt. So, das sind Arbeiten, die mache ich in der Tat. Behandlungsfehler, wo man sagt, hier wurde tatsächlich Hygiene missachtet, es kam zur Infektion. Ich will ein Beispiel nennen. Als es darum ging wegen Eigenblut und man jetzt eine Art Argumentationskette haben wollte, wie man das rechtfertigt, weil Brückenbracht hat kein Eigenblut, hat man das Paul-Ehrlich-Institut mit der Frage, was ist, wenn Heilpraktiker Eigenblutbehandlung machen? Und das kam zu der Kenntnis, dass das gefährlich sein könnte, weil man hat recherchiert und weil man nicht richtig was gefunden hat, hat man 5 Hepatitisfälle genannt, wohlgemerkt vor 20 Jahren. Und einer davon ist bei einer Akupunktur gewesen. Einer davon hat sich die Heilpraktikerin selbst gestochen an einer Kanüle, wo der Patient halt eben Hepatitis hatte. Und 3 Fälle hängen tatsächlich mit der Eigenblutbehandlung vor 20 Jahren zusammen. Ich habe natürlich auch recherchiert dann darauf hin, wollte ich Herrn Spahn das auch vorlegen, durfte ich aber nicht. Das Robert-Koch-Institut hat einen Jahresbericht herausgegeben über Hepatitis C aus dem Jahr 2015. Da gab es 4.855 Hepatitis C-Fälle, die meisten in Gefängnisanstalten durch Tattoo-Nadeln, ein großer Teil durch Bluttransfusionen eben im Spendewesen, da ist eine gewisse Gefahr, und 3 Fälle wurden nur bekannt aus Arztpraxen, eine gynäkologische Praxis und eine orthopädische und was mit im Bereich der Anästhesie. Nicht ein einziger Fall beim Heilpraktiker von diesen 4.855. Das heißt, es ist bedauerlich, dass ein Paul-Ehrlich-Institut gewissermaßen sagt, man sieht hier eine Gefahr und zitiert diese Fälle aus einer Zeit oder zwischen, wenn es jedes Jahr was wäre oder zunehmende Zahlen, weil ja wir vor 20 Jahren eben gab es vielleicht 12.000 Heilpraktiker, vielleicht 14.000. Heute 47.000. Der Beruf hat enorm Zuwachs erfahren, weil er eben sehr beliebt auch geworden ist. Und wenn eben mehr passieren würde, dann würde man ehrlich sagen, okay, da machen wir was falsch. Da ist was in unserer Selbstkontrolle insuffizient. Ist es aber nicht. Wenn aber der Staat sagt, er möchte hier einen Regelungsbedarf sehen und möchte gesetzliche Festlegungen machen, ja, aber bitte doch dann ohne uns zu vernichten, sondern mit uns und natürlich mit dem, was wir leisten können. Das bedeutet ja, wenn man jetzt von den Zahlen ausgeht, dann wäre ja der dringendste Handlungsbedarf in den Gefängnissen bei den Nadeln, die dort Gefangene natürlich haben, dass die nicht mehrfach verwendet werden. Richtig. Und beim Blutspenden, was da der Grund sein mag, da kann ich jetzt wirklich nur drüber spekulieren. Ja, aber das muss man auch in Schutz nehmen. Dass da was passiert, ist einfach auch menschlich. Denn schauen Sie, wenn Sie jetzt Blut spenden und Sie haben Hepatitis C, aber es ist noch nicht feststellbar. Es gibt auch immer so diagnostische Fenster, bis ein Bluttest anspricht. Und es gab bei HIV, das Transfusionsgesetz ist ja auch entstanden in den späten 90er Jahren, weil es eben halt gerade in Frankreich durch im Blutspendebereich viel HIV-Übertragungen gab. Oder auch teilweise in Praxen im gynäkologischen Bereich, weil Ultraschallsonden bei Frauen angewendet worden sind, aber nicht ordnungsgemäß aufbereitet. So, das heißt, es sind Fehler gemacht worden, komisch oder erfreulicherweise noch nicht mal in einer Heilpraktikerpraxis. Und dann gab es ein Transfusionsgesetz und alles ist sinnvoll. Und natürlich kann man, wenn man mit menschlichem Blut arbeitet und es anderen Menschen zuführt, noch nicht alle Keime, denken Sie an BSE, die Prionen,
Wie lange hat das gedauert, bis man überhaupt die finden konnte? Also da kann ich der Wissenschaft und den Ärzten gar keinen Vorwurf machen, denn es wird sicherlich mit größter Sorgfalt gearbeitet. Und nur, dass man dann aus solchen Zahlen, die ja wirklich valide sind vom Robert-Koch-Institut, uns eine Gefahr unterstellt. Und wir weisen sogar in Gutachten nach, wir haben ein weiteres Gutachten von einem Arzt und Juristen von Witten-Herdecke, der sich dann auch damit auseinandergesetzt hat, ist denn Eigenblutbehandlung überhaupt gefährlich? Ist die bei Heilpraktikern gefährlich? Auch das kam zu der Erkenntnis, nein, es gibt keinen Unterschied. Also man müsste es den Ärzten dann auch verbieten. Und das bei den Ärzten passiert aber auch nichts. Nur einfach zu sagen, Ärzte können das tun und Heilpraktiker nicht, ist auch, finde ich, mit Verfassung oder mit unserem Recht auf Berufsausübung, das Gesetz lässt es wohl zu, so wird es ja im Augenblick aus meiner Sicht fast missbräuchlich interpretiert, aber ich finde es nicht in Ordnung. Ja. Jetzt möchten wir auf das Menschenrecht, auf das Höchstmaß an Gesundheit zu sprechen kommen. In Artikel 12 UNO-Sozialpakt, da geht es um das für den jeweiligen Menschen erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit. Und das beinhaltet explizit Krankheitsprävention und Krankheitsbehandlung. Da stellt sich für mich natürlich vor allem die Frage, wo, für welche Bereiche lässt sich das nicht mit der Ärzteschaft allein bewerkstelligen, sondern braucht es zusätzlich den Heilpraktiker, was die Ärzte auch nicht übernehmen können? Ja, eine sehr spannende Frage. Ich will mal das so sehen. Es gibt seit 81 Jahren, letztes Jahr wurde das Heilpraktiker 80 Jahre alt, den Heilpraktiker. Ich sagte schon, wir haben 40 Millionen Patientenkontakte jedes Jahr. Das sind also nicht 40 Millionen Menschen, sondern manche gehen ja 20 Mal im Jahr, manche nur einmal zum Heilpraktiker. So. Und die haben sich daran gewöhnt und sehen offensichtlich neben ihrer ärztlichen und schulmedizinischen Behandlungen oder chirurgischen, stationären, sehen die offensichtlich einen Bedarf und benutzen den. Und das ist ihnen durch das Heilpraktikergesetz möglich gemacht worden. Das heißt, die deutsche Kultur hat, das war vielleicht gar nicht mal beabsichtigt, einen Heilberuf geschaffen, der neben dem Arzt ist. Ich werde vielleicht später im Rahmen des Interviews auch gerne mal dazu was sagen, was der Unterschied ist und was wir eben machen, was eben der Arzt gar nicht machen will. Also ist ja keine Konkurrenz. Ich sagte schon, die Ärzte hier in unserem Kreis oder auch in vielen anderen, die sehen den Heilpraktiker vor Ort als auch jemand, der ihn Patienten abnimmt, für die er gar nicht die Zeit hat und das, was er in seinem Budget leisten kann und bei dieser Indikation mit den Mitteln, wie Blutdruckmitteln und was es alles so gibt, hat er getan. Und wenn der Patient darüber hinaus unsere Leistung benutzen möchte und auch bereit ist, dafür selbst zu bezahlen, also nicht öffentliche Gelder, der Staat aufbringen muss, Steuergelder, was auch immer, dann finde ich, hat er schon ein Recht erworben in diesen 80 Jahren. Und ich finde, das hat sogar aus meiner Sicht verfassungsgrundrechtlich schon, müsste das so eine, das höchste Recht ist ja die Unversehrtheit des Körpers, Ausübung, dass man da die Abschaffung, und ich habe auch schon, dann Sie können mir glauben, wir werden natürlich auch etwas unternehmen und ich bin momentan mit den sehr renommierten Verfassungsjuristen und Lehrstuhlinhaber in Kontakt und ich gehe davon aus, dass wir halt auch etwas bekommen werden, was dann Herr Spahn sich schon auch anschauen wird. Und dazu laden wir halt auch ein, dass man auch vielleicht zeigt, es ist nicht so einfach, den Heilpraktikerberuf abzuschaffen. Und es ist vielleicht doch sinnvoller, gemeinsam sich zusammenzusetzen, wie kann man einen modernen Heilpraktikerberuf leben lassen, der aber immer noch Heilpraktiker ist. Also meine Sorge ist, wenn man das ohne uns macht, dass man vielleicht eine Art kleinen Arzt herstellen will, mit ganz viel Akademisierung, aber eben halt mit der gleichen, Schranken, die dann ein Arzt hat. Und das, was uns ausmacht, diese Vielfalt, die kann man nicht so einfach akademisieren. Also ich sehe da unser Grundrecht und unsere Verfassung oder das Recht des Menschen in dieser Unfassung, in auch der Krankheitsprävention in Gefahr, wenn man uns abschafft. Ich habe das Menschenrecht auf Gesundheit erwähnt aus dem UNO-Sozialpakt, weil es ja mit dem Höchstmaß aus ausdrücklich hat. Und die UNO hebt das unter den sozialen Rechten besonders hervor, zum Beispiel wenn man Einsparungen machen muss, dann muss bei der Gesundheit zuletzt gespart werden. Also kein Recht auf Höchstmaß an Bildung, an Wohnung oder an Nahrung. Diese Rechte gibt es auch, aber ohne das Wort Höchstmaß. Also Gesundheit steht ja bei der UNO bei den sozialen Rechten ganz im Vordergrund. Und deswegen setzt es auch schon eher an als das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit im Grundgesetz. Und ja, ich wollte das jetzt auch als Übergang nehmen wir nochmal zum Thema
weil es ja patientenfokussiertes Recht ist und den Dienstleister dieses Menschenrecht, genau wie das Recht auf körperliche Unversehrtheit, nicht in den Blick, sondern den Patienten. Mich würde noch interessieren, in welchen Bereichen sind denn Heilpraktiker, außer das, was Sie schon erwähnt haben bei den Krebspatienten, wo gibt es noch größere Bereiche, wo Heilpraktiker somatisch besonders viel tun, wo die Ärzte nicht die Zeit für haben zum Beispiel? Ja, ich will nicht mal nur sagen, dass es an der Zeit liegt, aber ich würde schon sagen, ein Arzt, und wir haben ja auch Ärztemangel im Augenblick und er wird noch dramatisch, kann ja nur ganz bestimmte Leistungen erbringen, weil der Tag hat bekanntlich eben nur 24 Stunden. So, bei uns gibt es zum Beispiel Behandlungsbereiche wie die Osteopathie oder wie die Chiropraktik. Und eben wenn jemand Wirbelgelenkblockaden hat, durch ständig am Bildschirm in die eine Richtung gucken, manche Arbeitsplätze sind halt so, oder als Autofahrer, man hat eine völlig andere, wenn man Kraftfahrer ist, guckt man rechts im Spiegel, links dreht man den Kopf. Das heißt, wir haben teilweise solche einseitigen Bewegungsmuster, dass sich dann Verspannungen und damit Gelenke, die sich verkleben, die dann der Osteopath, der Chiropraktiker wieder korrigiert. Das ist eine manuelle Leistung. Da wird weder was jetzt in dem Fall gespritzt, noch was gemacht. Aber es gibt nur ganz wenige Ärzte, zum Beispiel, die osteopathisch arbeiten. Würde man es als Heilpraktiker verbieten, es gibt zwei Verbände, die Osteopathen zum Beispiel, die also hauptsächlich als Osteopathie als Fachbereich vertreten. Wir können davon ausgehen, in Deutschland gibt es mindestens 10.000 bis 14.000 Heilpraktiker, die schwerpunktmäßig Osteopathie machen. Und es gibt vermutlich auch 1.000, 10.000 etwa, die rein chiropraktisch unterwegs sind. Und dann gibt es wieder welche, die machen von allem so ein bisschen, weil es gibt ja bestimmte Techniken, die jetzt nicht sehr schwer sind, die aber immer wieder, wie beim Becken, immer wieder erforderlich sind. So, und diese Leistung, das erlebe ich tagtäglich, dass ein Patient, wo das Becken etwas verdreht ist, doch zum Beispiel immer den Geldbeutel in der Po-Tasche tragen, was man mit einer einfachen Gegenlagerung wieder ausgleicht, dass sich der Orthopäde nicht anschaut, ob die Beine auf gleicher Höhe stehen, also das Becken etwas verdreht ist. Und dieser manuelle Ausgleich, der dauert dann so 10, 12 Minuten. Das ist eine Kleinigkeit, ohne Kraft, ohne Impuls. So, und das ist eine Kultur, die wir haben, das kommt übrigens auch teilweise aus Amerika. Das ist in der Medizin, finde ich das so gar nicht. In der Kassenmedizin natürlich schon gar nicht. Es gibt natürlich auch Privatärzte, die sagen, mir hat das so einen Spaß, macht das Menschen zu helfen und ich will mehr machen, als eben nur, wie es in der Kassenpraxis möglich ist. Und dann mache ich eben rein privat. Das darf ein Arzt ja auch und es gibt etliche Ärzte, die das auch so tun. Aber es gibt auch die Huferland-Gesellschaft, also Ärzte für Naturverfahren. Ergo, hier ist eine echte Versorgungslücke, wenn was plötzlich wegfallen würde, weil das kann auch nicht auf Ärzte überschwappen. Das ist ein Beispiel. Dann, wir haben ja, in der Medizin ist das so, es gibt den Spruch, und da sind teilweise Leute auch noch stolz drauf, keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Also wenn man etwas verordnet, dann erzwingt das eine Blutdrucksenkung zum Beispiel, gut für einen, der erhöhten Blutdruck hat, aber es geht natürlich auch zu Lasten. Nehmen wir mal die Beta-Blocker, der Blutdruck wird fantastisch gesenkt, aber die Bronchien, die ja auch etwas gebremst werden, der Patient bekommt unter Umständen, wenn er Asthma hat, schlechter Luft. Das weiß man, da gibt er wieder ein Medikament, dass er besser Luft bekommt. Das funktioniert, das ist auch sehr gut, das will ich nicht kritisieren. Wir arbeiten mit Mitteln, die keine Nebenwirkungen haben, aber sehr schwach wirken. Aber wir suchen sie für den Patienten genau aus. Manchmal schauen wir dazu ins Auge, die Chinesen auf die Zunge, die fühlen sogar den Puls dazu. Wir machen dann eine Verordnung, die hat homöopathische Substanzen, pflanzliche, teilweise mineralische, wie die Schüsslersalze, teilweise spagyrische, wo eine Substanz besonders aufbereitet wird, dass eine bestimmte, man sagt, ein Geist und Paracelsus zum Beispiel hat das so mit erfunden. Und wenn man die Paracelsus-Kliniken anschaut oder wenn man so Menschen anschaut wie der Hippokrates, das eigentlich Heilpraktiker war und kein Arzt, weil zu der Zeitpunkt gab es halt noch nicht so den Arzt, da schwören die Ärzte den Eid drauf. Das heißt, dieses Zusammenmischen von verschiedenen schwachen Mitteln, die jedes für sich nichts bringen kann, aber in der Summe für den Menschen passend ausgesucht. Und dazu braucht man ein bisschen Intuition, Erfahrung und man muss halt auch immer bereit sein, weiterzulernen. Und wir können auch sogar mal so ein paar Sachen probieren, weil unsere Sachen ja bestenfalls nicht nutzen, aber nicht schaden. Aber in diesem, also so ein Patientendialog und so ein Patientenkontakt, wie er bei uns eben wirklich üblich ist, den müsste man sich mal anschauen in Heilpraktikerpraxen. Und zwar in verschiedenen, denn es gibt ja Heilpraktiker, die arbeiten überwiegend manuell, sprich chiropraktisch, osteopathisch, andere klassisch homöopathisch, manche hauptsächlich chinesisch. Und manche, so wie ich nenne mich so ein bisschen Allrounder, von allem ein bisschen, was ich am leichtesten lernen kann
und machen kann und damit vielen chronischen, Gelsenkirchen hier ist nicht der Ort der Schönen und Reichen, Gelsenkirchen sind Menschen, die haben viel durch Arbeit, viel durch Belastung an Beschwerden, die ich gut zum Teil abfangen kann. Aber eben mit meinen Möglichkeiten von Spritzen in Akupunkturpunkte, von bisschen Chiropraktik hier, von entsprechenden Mitteln zum Ausleiten, zum Entschlacken. Das ist so ein großes Thema der Naturheilkunde. Das finden Sie in der Medizin in dieser Weise gar nicht. Da würde man also eine Lücke, die wir, schauen Sie, wir haben ja uns, dass wir so gewachsen sind, in diesen 80 Jahren auf 47.000 und 60.000 Arbeitsplätzen, da muss ja was passieren, dass das abgerufen wird, ohne dass irgendeiner uns subventioniert oder Geld zuschiebt, sondern alles von der Ausbildung bis zur Patientenversorgung läuft das auf einen Markt, der zwischen Heilpraktiker und Patient, also im Überschaubaren, der Patient kann beurteilen, das ist sein Geld wert, ich gehe da weiterhin hin oder ich gehe da nicht mehr hin, weil das bringt mir nichts, das ist sein Geld nicht wert. Es ist eine Selbstregulation, die bisher 80 Jahre sehr gut funktioniert hat. Und die müsste man sich anschauen, bevor man sie zerstört oder durch Teilamputation das wegnimmt oder durch Akademisieren vielleicht so verfremdet, dass es nicht mehr das ist, was es ist. Man kann es gut machen mit unserem Sachverstand, den wir anbieten. Aber wenn jetzt nur Wissenschaftler oder nur Ärzte Heilpraktiker in Zukunft definieren wollen, dann habe ich große Sorge, dass dann vielleicht was anderes rauskommt, aber nicht mehr ein Heilpraktiker. Herr Kemper, darf ich da kurz aus dem Chat kurz reingehen? Und zwar der Ludwig Borger, der schreibt hier, man findet so ziemlich alles zur Heilung und zur Prävention in der Natur. Und jetzt die Frage, kann es sein, dass der Berufsstand des Heilpraktikers vielleicht einfach zu erfolgreich für die Ärzteschaft geworden ist? Also auf Funktionärsebene, das habe ich vorhin vielleicht deutlich genug gemacht, erscheint das so, weil Ärztekammer, Chefs, sowohl auch von der Bundesärztekammer und Kommere, sind bekennende Nicht-Freunde von Heilpraktikern, mal salopp gesagt. Und die sehen halt so uns als jemand, der von dem Kuchen des Gesundheitskuchen ein Stück herausschneidet. Und man schaut auch teilweise etwas neidisch auf uns, weil wir eben so erfolgreich sind und die Leute zahlen auch noch selbst. Das ist die Funktionärsebene. Die niedergelassenen Ärzte haben mit uns einen Dialog. Ich gehe zum Arzt und Ärzte kommen zu mir. Also da gibt es das so nicht. Also, dass wir zu erfolgreich sind, kann es auch nicht sein. Das möchte ich auch so nicht stehen lassen. Denn ich persönlich, lass doch meine Prostata untersuchen. Ich persönlich lass ganz bestimmte Maßnahmen tun. Ich gehe natürlich auch zum Zahnarzt. Es gibt so viele Dinge, die überhaupt nicht in unserem Leistungsumfang gedacht sind oder wir überhaupt gar nicht vorhaben, uns da reinzumischen. Die sind extrem wichtig und unser Gesundheitssystem ist eigentlich auch auf Europaebene gesehen ein sehr elegantes, ein sehr gutes. Versuchen Sie mal in England zu sagen, ich will meine Hüfte in dem und dem Krankenhaus operieren lassen oder in Spanien. Ich möchte jetzt heute sofort ein EKG haben. Das ist alles bei uns sehr, sehr komfortabel. Und das wird ja auch mit viel Geld gerne und gut bezahlt. So, und das will ich gar nicht kritisieren. Also ich sehe uns an einem anderen Bereich. Wir haben da Erfolge, wo der Arzt nicht arbeitet, nicht kann. Und wir hätten da furchtbare Misserfolge, wenn wir jetzt die Aufgaben des Arztes übernehmen wollten. Das wollen wir nicht. Ich kann einen Patienten mit einem Bluthochdruck, der über 30, 40 Jahre, sagen wir es mal böse, Rauchen, falsche Ernährung, die Gefäße so starr gemacht hat, die Gefäße kriege ich nicht mehr elastisch. Der muss so gesenkt werden, dass das Herz nicht ausweitet. Und schauen Sie, da gab es ja eine Dame, die hat die Heilpraktikerprüfung nicht geschafft und hat die Heilpraktikerausbildung abgebrochen, hat ein Buch geschrieben, der Unheilpraktiker. Und die musste ich mir dann als Sachverständige gefallen lassen im Landtag in Düsseldorf. Und dann hat die was erzählt, Heilpraktiker geben sich ja wie Ärzte. Der Patient kann gar nicht erkennen, dass es Heilpraktiker sind, weil die haben ja zum Beispiel ein Stethoskop umhängen. Ich wäre am liebsten aufgesprungen und ich musste ihr dann auch sagen, schauen Sie, ich messe natürlich den Blutdruck und dazu brauche ich ein Blutdruckmessgerät, das geeicht ist und auch ein Stethoskop. Und es gibt nur eine Art Blutdruck zu messen, die unterscheidet sich nicht beim Arzt oder Heilpraktiker. Ich in meiner Praxis mache 60% Schulmedizin, denn ich untersuche die Reflexe wie jeder Arzt. Ich schicke dann zum Arzt, wenn ich den Verdacht habe, da könnte eine Raumforderung, ein Tumor sich entwickeln. Bei Kopfschmerzen muss man auch an sowas denken. Und das hatten wir halt uns selbst über Kurse und Schulen angeeignet, das Wissen. Also wir machen auch einen Großteil Schulmedizin, aber nicht in Konkurrenz, sondern zur Sicherheit des Patienten. Und wenn das geklärt ist oder der Patient kommt vom Arzt, der Arzt hat gesagt, es ist alles in Ordnung, dann untersuche ich natürlich nicht nochmal, was der Arzt gemacht hat. Dann schaue ich mir eben die Dinge an, die der Arzt sich nicht anschaut. Ist er gerade? Wie ist seine Balance, seine Statik? Wie ist sein Zungenbelag? Wie ist seine Darmflora?
einen großen Teil meiner Arbeit ist Darmsanierung. Viele Patienten haben kein gutes Ökosystem im Darm. Und das Untersuchen machen Labors, mikrobiologische Labors, auch das ist eigentlich Schulmedizin. Aber der Arzt macht das nicht, weil er dazu keine Zeit hat oder auch, weil die Krankenkassen solche Stuhluntersuchungen in der Form nicht bezahlen. Also da muss man dann wieder mal ein bisschen auch zwischen Kassenmedizin und Schulmedizin vielleicht nochmal ein Interview führen. Wo sind da Verbesserungsmöglichkeiten? Wir machen eigentlich etwas, was jetzt da gar nicht so im Wettbewerb zum Arzt gesehen werden soll. Mir geht es nochmal um die Bedeutung der Heilpraktiker im Bereich der Naturheilmedizin. Sie haben erwähnt, es gibt auch einen Verband der Ärzte in der Naturheilmedizin. Wie sind denn da so die Zahlenverhältnisse? Wenn man jetzt Naturheilmedizin möchte, was man mal erkennen kann, so ist Stand, die Versorgungslage. Wenn es mir jetzt egal wäre, ich gehe zum Arzt oder zum Heilpraktiker, Hauptsache ich will meine Naturheilmedizin haben. Wie viel macht eine Heilpraktiker da so aus? Ja. Okay, also das ist sehr, sehr knifflig und ich muss jetzt mir ein bisschen auch die Worte überlegen, weil also die Hofeland-Gesellschaft und Ärzte für Naturheilverfahren ist durchaus schon was Mächtiges. Ich kann jetzt diese Zahl nicht liefern, da habe ich mich jetzt noch nicht seriös auseinandergesetzt, aber es sind bestimmt auch zigtausende. So, da gibt es folgende Erfahrung. Es gibt Ärzte, mein Bruder ist zum Beispiel so einer, er ist Heilpraktiker und Arzt und macht ausschließlich Naturheilkunde. Sein Schwerpunkt ist chinesische Medizin und ist da brillant. So, also das gibt es und das ist auch, wir haben die gleichen Kongresse, wir treffen uns da, das ist was sehr Verwandtes. Es gibt dann aber auch etliche Ärzte, die sehr qualifiziert sich ein Verfahren anschauen und machen dann 300 Stunden, 1000 Stunden zum Beispiel Akupunktur und machen dann eine gute Akupunktur. Das will ich nicht kritisieren, das ist eine Facette. Man muss unterscheiden und das tun die Patienten. Erstaunlicherweise tun die Patienten beim Heilpraktiker mehr Naturheilkunde und ganzheitliches annehmen als bei einem Arzt für Naturheilverfahren. Weil der Arzt für Naturheilverfahren hat erstmal zunächst mal immer noch seinen Blick als Schulmediziner, das ist soweit gut, und er bedient sich dann ein paar Verfahren, die er auch sehr gut mag und gelernt hat. Aber dieses, was den Heilpraktiker an sich ausmacht, schauen Sie, es gibt Heilpraktiker, wenn Sie mit denen sprechen, würden Sie das Gefühl haben, das ist was ganz anderes, als was ich darstelle. Es gibt ja zum Beispiel auch Verfahren, die jetzt ich nicht mache, aber ich werde Sie nicht schlecht reden, wie Edelsteintherapie. Das ist für mich jetzt nicht schlecht zu reden, weil Homöopathie, da wirkt auch letztendlich keine Substanz. Akupunktur, an der Nadel klebt kein Stoff, auch da wirkt etwas energetisch. Also wir machen eine Art Energetik oder Informationsmedizin. Die Information, einem Menschen zuzuhören, ihm kräftig die Hand drücken und ein Bewusstsein geben, ich bin ein starker Partner und ich ziehe dich aus deinem Problem ein Stück weit raus, ist für mich auch eine Form von Medizin, die man nicht kaputt machen darf, auch nicht unterschätzen darf. So, das heißt, das ganze Gewölbe, das ganze Gefüge um Heilpraktiker ist ein anderes als um einen Arzt für Naturverfahren. Das heißt, der hat seine Erfolge, der hat auch bestimmte Patienten und meistens wenden diese Ärzte dann Sauerstofftherapien an, Ozontherapien, auch teilweise Osteopathie. Also die haben auch ihre Fachbereiche, aber neigen dazu, auch Ayurveda, bestimmte Fachbereiche dann im großen Umfang zu machen. Aber das so allround und auch verschiedene Heilpraktiker mit verschiedenen allround-Wolken, das ist eine typische Heilpraktiker-Situation. Die wäre es wert, sich mal anzuschauen. Also man könnte ja praktisch auch mal gucken, warum gehen so viele Menschen zum Heilpraktiker hin und immer wieder, und es sind oft immer wieder die gleichen Menschen, die kommen, also eine gute Erfahrung offensichtlich machen. Was passiert da? Ich könnte es Ihnen erklären und auch diese Unterschiede, aber es ist eben nichts wissenschaftlich. Man kann auch nicht nur sagen, wer heilt, hat Recht, sondern wer heilt, tut Recht. Er muss immer gesetzkonform sein. Da kann ich sagen, ich kann dafür machen, was ich will, nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Das werden Sie von mir nicht hören. Aber die Art, wie wir heilen, und das tun wir halt auch, wir lindern, aber auch wir heilen. Am Ende ist es dem Patienten egal, ob es jetzt Zauber war oder eine Pflanze oder eine Akupunkturnadel. Und das darf man, finde ich, ihm dem Patienten nicht wegnehmen. Na, ich denke, was so energetisch wirkt, könnte man, wenn man das mal systematisch machen würde, ja auch im Magnetfeld des Menschen messen. Es gibt ja die Curlian-Fotografie, wo man ja auch zum Beispiel erkennen kann, ich glaube, das ist noch nicht so ganz bei uns ausgereift, wenn ein Mensch schwere Erkrankungen hat, aber zu erkennen, was er hat, das ist, glaube ich, die Wissenschaftler bei uns haben noch nicht so sehr darauf geschaut.
Dann könnte man das auch mehr objektivieren, ob eine energetische Arbeit da im Magnetfeld was ändert und dann gucken, ob das korrespondiert zum somatischen. Ja, aber hoffentlich sind Sie nicht so sehr enttäuscht von mir. Ich gehe auch sehr kritisch mit der Killern-Fotografie um. Ich habe sie getestet, sie ganz schnell wieder verworfen. Das ist ähnlich wie mit der Iris-Diagnostik, die ich seit 40 Jahren betreibe und nicht verwerfe. Aber man darf da auch nicht zu viel hineininterpretieren. Es gibt Verfahren, die wir anwenden, um zu einem Energiemodell oder zu einem Behandlungsmodell zu kommen. Die meisten, ob jetzt Bioresonanztherapie, auch Elektroakupunktur oder auch die klinische Pulsdiagnostik, lebt halt von der Subjektivität. Ich will es mal anders sagen. Ein Rutengänger, und das ist was sehr Seriöses, wenn Sie in Spanien einen Brunnen bohren lassen, da wird keiner das machen, oder ein Rutengänger sagt, da fängst du an zu bohren, dann sparst du dir 40, 50 Meter. Also, aber es ist der Rutengänger, der etwas fühlt und gelernt hat, es zu fühlen. Es ist nicht seine Rute, die das ausschlägt. Und das ist bei diesen Verfahren, bei der Killern-Fotografie auch. Jemand, der das so eine Fotografie richtig interpretiert, bräuchte eigentlich diese Fotografie nicht, weil er fühlt, was hier ist. Denn oft sind ganz kleine Veränderungen im Raum, der Temperatur der Hände, der Gedanken, die jemand hat, er hat Stress oder ist ausgeglichen und das Bild ist ein ganz anderes. Das heißt, manches, was ich auch persönlich eben verworfen habe, weil ich sage, okay, wer das machen will und damit ja niemand schadet, soll es ja tun. Aber ich kann das eben nicht. Ich möchte es auch nicht heranziehen, um Behandlungsmethoden zu beweisen. Das ist sehr schwierig. Also wir suchen momentan den Kontakt. Wir haben ihn schon auch zu einer guten Universität. Wir wollen gerne mal eine Untersuchung jetzt versuchen, ans Laufen zu bringen. Was macht Menschen beim Heilpraktiker gesund? Aber es darf nicht so sein, jetzt machen wir eine bestimmte Diagnostik, ob Iris, Kirlian, EAV, Elektroakupunktur, Bioresonanz und dann gibt es eine Methode. Nein. Es muss ein Heilpraktiker untersucht werden, wie er seine Patienten behandelt, mit welchen verschiedenen Schritten und was dabei bei welchen Krankheiten herauskommt. Denn ich habe zum Beispiel ziemlich gute Ergebnisse bei Hautkrankheiten wie Neurodermitis, bei Allergien. Und jemand anders hat das auch mit anderen Methoden. Also es gibt da mehrere Wege, die zu einer Verbesserung führen. Und das muss man sich anschauen und sagen, okay, das scheint zu klappen, also lassen wir das doch bitte bestehen. Und wenn man zum Beispiel sagt, man möchte, egal mit welcher Methode, Homöopathie beweisen, dann ist das dumm vom Ansatz her, weil die Homöopathie wirkt ja durch ein Ähnlichkeitsprinzip und will Symptome behandeln, die ein Gesunder bekommt durch das Mittel. So, das heißt, man kann nicht doppelblind Leute finden, die gar nichts haben und ihnen Mittel geben, die etwas bewirken sollen. Das heißt, so ein Studienansatz ist gar nicht leicht herzustellen. Und ich hätte auch mit homöopathischen Mitteln gar nicht so viel Erfolg, wenn ich nicht gleichzeitig den Darm saniere. Also man müsste das zulassen, das geht aber bei Doppelblindstudien, man darf ja nichts anderes machen, damit man herausarbeiten kann, was bringt dieses Mittel oder diese Methode. Also wir haben hier letztendlich ein gutes System der Behandlung, die sehr komplex ist und die bis jetzt sich wunderbar selbst gereinigt, selbst erhalten und funktioniert hat. Jetzt kommt auf einmal die Politik und sieht aber hier einen für mich noch nicht mal erkennbaren hohen Regelungsbedarf und geht da mit Werkzeugen dran, ohne sich mit der Sache selbst zu beschäftigen. Also nochmal, das Rechtsgutachten, Sie wissen ja, worum es da geht, da ist nicht ein Wort oder nicht ein Auftrag, schau doch auch mal, was Heilpraktiker Gutes tun oder wo sie Menschen helfen, die in diesem Land leben, die Bürger und Steuerzahler sind und die zum Heilpraktiker gehen. Warum gehen die dahin? Das muss mir doch als Politiker eigentlich auch interessieren, das sind auch meine Wähler. Jetzt haben die Heilpraktiker selber ja auch Grundrechte und Menschenrechte. Wir haben mal in verschiedene Dokumente geschaut. Im Grundgesetz haben wir den Artikel 12, die Berufsfreiheit. In der EU-Grundrechtecharta ist das auf zwei verschiedene Rechte so aufgeteilt. Einmal Artikel 15, haben wir auch die Berufsfreiheit. In Artikel 16 nochmal extra die unternehmerische Freiheit. Und in dem UNO-Sozialpakt in Artikel 6 haben wir das Recht auf Arbeit. Und zwar nicht nur für Arbeitnehmer, wo es wo traditionell herkommt, sondern auch auf selbstständige Arbeit, dass man auch selbstständig tätig werden darf. Und ja, wie sehen Sie eine mögliche Abschaffung oder Beschränkung der Tätigkeitsgebiete der Heilpraktiker im Lichte dieser Rechte? Ja, also ich bin Ihnen dankbar, dass Sie es auch mal so sehen, dass es auch da eben vielleicht ein Recht gibt. Nehmen wir jetzt mal den Artikel 12. Aber das ist ein bisschen wieder typisch. Auch da sieht man, wie man ein gutes Gesetz oder einen guten Artikel beugen kann.
Artikel 12 sagt ja im ersten Absatz, alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Aber dann kommt der zweite Satz. Die Berufsausübung kann, also ist keine imperative Muss, sondern eine Kann-Bestimmung, von der Herr Spahn momentan sehr viel Gebrauch macht, kann durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden. Geregelt soll ja eigentlich heißen, besser werden, nicht abschaffen. Aber diese Formulierung hat bestimmt was Gutes im Sinn und im Herzen, aber sie kann halt leider Gottes auch dazu führen, dass man sagt, ja, wir regeln, indem du das nicht machen darfst. Was dann zwar indirekt wieder ein Berufsverbot ist, also dem Grundsatz Artikel 12 widerspricht, aber legal möglich ist. Aber genau das sind jetzt die Ansatzpunkte, warum wir auch eben einen Verfassungsrechtler gebeten haben, auch auf uns zu schauen, um eben genau auch die Verfassungsrechte von Patienten und Heilpraktikern mal zu schauen, was könnten wir auch mit einbringen oder entgegenhalten, wenn man sagt, aufgrund von Gesetz, aber auch zusätzlicher Formulierungen. Ich bin momentan sehr, sehr nervös, was das angeht. Denn wenn Sie, ich habe es vorhin erklärt, wie man uns Eigenblutbehandlung verboten hat, auf einen Weg, der überhaupt nicht nachvollziehbar ist, über ein Gesetz, das mit Therapie nichts zu tun hat, dass man sagt, verdammt nochmal, dann muss ich doch Angst haben, dass man auch solche Gesetze und hochwertiges Gut, wie Sie es gerade zitiert haben, auch beugt oder die Worte so interpretiert, dass man doch das Grundrecht letztendlich verkleinern will. Und verkleinern auf ganz klein heißt fast bei null. Ja, naja, das Wort beugt ist jetzt etwas hart. Das würde ja heißen, absichtlich falsch interpretieren. Also zumindest wird das Wort beugen meistens in dem Sinne gebraucht. Ich wollte das beziehen um das dann auch sofort auch zu belegen, dass man es als gebeugt auch so sehen kann. Also das ist meine persönliche Meinung. Man hat ja, bevor jetzt Herr Spahn dieses GSAV-Gesetz erlassen hat, was jetzt ja Wasser auf die Mühlen von den Leuten sind, die sagen, Heilpraktiker kann Eigenblut machen, hat man die gleiche, das ist ein Arbeitskreis um Blut, in einer auch zentralen Behörde für Medizinprodukte, Arzneimittelsicherheit. Und die haben offensichtlich die Idee gehabt, wie können wir Heilpraktikern sowas verbieten und haben dann das Transfusionsgesetz, was man gemacht hat, um Spenderblut zu bekommen, Spendereinrichtungen sicherer zu machen. Und das ist auch das Paragraph 1 des Transfusionsgesetzes. Man hat dann in einem Paragraph halt gesagt, für Spendezwecke darf Blut nur von einem Arzt entnommen werden. So, und da beugt man das Gesetz und sagt, für eine Eigenblutbehandlung, die mit dem ganzen Sinn des Transfusionsgesetzes überhaupt nichts zu tun hat, wenn eine Eigenblutbehandlung setzt eine Eigenblutspende voraus. Da finde ich, das ist das, was ich meine, da beugt man Worte, einen Gesetz mit einem ganz anderen Sinn und Zweck, um uns ein Verbot auszusprechen, gegen das wir dann Verwaltungsgerichte bemühen müssen. Und die Verwaltungsgerichte, die jetzt auch, das ist sehr subjektiv, wie man das dann sehen kann. Da wollte ich dann den Begriff beugen sehen, weil da hat man das aus meiner Sicht, das Transfusionsgesetz gebeugt, also negativ. Ich sage sogar missbräuchlich interpretiert. Ich verstehe. Ich habe mir mal einen Kommentar angeschaut zum Grundgesetz. Wollte jetzt keine Werbung machen, aber vielleicht wegen Zitatrecht. Ich habe das jetzt im Jaros-Pyrot-Kommentar aus dem Beck-Verlag gefunden. Und da wird die Auffassung vertreten, dass der Gesetzgeber mehr Freiheiten hat, in die Art und Weise einzugreifen, wie ein Beruf ausgeübt wird, als dass der Gesetzgeber die Freiheit hat, jetzt zu deckeln, wie viele Menschen einen Beruf überhaupt ausüben dürfen oder wie hoch die subjektiven Hürden gemacht werden, dass man den Beruf überhaupt ausüben darf. Und es scheint auch schon Rechtsprechung zu geben, dass man die Ausbildungshürden nicht jetzt so willkürlich hoch machen darf, sondern es muss noch im Verhältnis sein zu der Tätigkeit, dass es auch angemessen ist. Ja, das ist sicher so, aber auch da bekomme ich etwas Angst, weil man wird, wir haben ja eine sehr hohe Behandlungsautonomie und das Heilpraktikergesetz ist sehr einfach. Das ist das Zugangsgesetz. Und dann ist es so, wir dürfen im Prinzip alles behandeln, außer bestimmte Dinge, die durch andere Gesetze verboten sind, wie zum Beispiel keine Zahnheilkunde, keine Geburtshilfe, weil das eben in deren Gesetze immer sagt, das eine darf nur der Zahnarzt, das andere halt eben nur Gynäkologe oder Hebamme.
Alles korrekt. Oder bestimmte Infektionskrankheiten, Infektionsschutzgesetz. Wenn man aber sagt, ein Heilpraktiker, und jetzt schaut man das an, der setzt Spritzen. Ärzte haben ja dafür studiert. Natürlich haben auch Krankenschwestern, Arzthelferinnen, die Spritzen auch. So, das heißt, wie will man das? Also man könnte auch hier sagen, man setzt die Hürde deshalb so hoch, irgendwo beispielsweise zwischen der Ausbildung eines Krankenpflegers und einem Arzt. So, prinzipiell würden wir das sogar mittragen. Aber es müsste halt so auch noch sein, dass der Heilpraktiker ist für mich ein Berufungsberuf. Manche Menschen sind vorher Top-Manager und plötzlich werden sie Heilpraktiker, weil sie durch eine Heilung gemerkt haben, das will ich auch. Und das werden oft ganz erfolgreiche. Ich weiß, ob Sie Herrn Köhnlechner kennen, der ja von dem Verlag Manager war und durch einen Reitunfall Schmerzen hatte, der Heilpraktiker hat ihm geholfen. Er wurde ein ganz berühmter Heilpraktiker und hat uns Gutes getan. So, das heißt, nicht jeder hat Abitur, der sagt, jetzt werde ich Heilpraktiker und werde ein guter Heilpraktiker. Und würde man sagen, so wie beim Medizinstudium, da muss man ja nun mal die allgemeine Hochschulreife haben. Das gilt auch für alle Hochschulen. Wenn man also das als akademisiert, dann würde das ja automatisch bedeuten, jetzt würde einem großen Teil der Bevölkerung, die vielleicht die Gabe und die Berufung und den Fleiß und die Sicherheit der Selbstbeherrschung und auch der Selbsthygiene, also praktisch der Nicht-Selbstüberschätzung, das Gegenteil suche ich jetzt das Wort, das geht dabei dann vielleicht verloren. Also man wird sicherlich als Jurist einem Gesetzgeber nicht widersprechen wollen, dass man ein hohes Maß an Sicherheit herstellt, wenn man auf Berufe, die es gibt, wie den Arztberuf, Krankenpflegeberufe, und deren Ausbildung vor Ort sich anschaut. Ich habe zum Beispiel auch einen guten Blick auf das Hebammengesetz. Das sind da ganz interessante Formulierungen. Da stehen zum Beispiel Stunden an, was muss eine Hebamme lernen, in wie vielen Stunden. So, das heißt also, man kann selbstverständlich sagen, über Curricula, sowas haben wir. Sie sehen im Hintergrund das dicke Buch von Elvira Bierbach, Naturpraxis heute. Das ist im Prinzip so eine Art Curriculum. Dann sehen Sie hier das Handbuch Naturheilpraxis. Wir haben solche Curricula und die sind durchaus mächtig und umfangreich und die bilden sowas ab. Also man muss halt uns vielleicht die Chance geben oder einen Weg ebnen, wie man wie bisher diese Anforderungen erfüllt. Ob man aber uns zuliebe, ich glaube, da hat das Gesundheitsministerium keine richtige Lust dazu. Jetzt hat überlegt, man müsste ja vielleicht an der Hochschulordnung mal nachdenken. So wie man ja plötzlich den Ingenieur abgeschafft hat und Master- und Bachelorstudiengänge geführt hat, was ja auch nicht einfach war. Also wenn man ein Lehrsystem, wie man es jetzt hat, so nimmt und will einen Heilpraktiker hineinführen, dann wird es schwierig mit der gleichen Autonomie, die er jetzt hat, aber ohne ihm durch diese ganzen Hürden der jetzigen Ausbildung zu bringen. Also da einen gerechten Weg zu finden, ist machbar. Aber ich denke, damit müsste man mit uns und mit dem, was wir haben, Kontakt aufnehmen und schauen, wie finden wir eine Lösung. Das würde möglich sein, wenn man wohlwollend uns gesonnen ist und sagt, wir wollen den Heilpraktiker erhalten. Er ist was Gutes geworden. Er hat sich so fantastisch entwickelt. Er tut den Menschen gut. Und das müssen wir jetzt irgendwie noch politisch so regeln, dass alle damit gut leben können. Das wäre ein Ansatz, über den würde ich mich riesig freuen und würde da jede Mitarbeit zugeben, was nur möglich ist. Aber im Augenblick ist der Ansatz nicht so freundlich, wie man uns, weil man spricht ja nicht mit uns, sondern man versucht, etwas zu verbieten, ohne überhaupt uns eine Gelegenheit zu geben, dazu Stellung zu beziehen oder eine Übergangsfrist. Man hat auch sagen können, wir sehen bei euch eine Gefahr. Ihr dürft jetzt das noch, weil nichts passiert ist, so und so lange machen. Aber wenn ihr dann bis zu dem einem Jahr oder was weiß ich nicht einen bestimmten Nachweis über Sachkunde erbringt, dann dürft ihr das nicht mehr. Also das ist das, warum ich dann sage, auch etwas in der Wortwahl, ich will die Grenze nicht übersteigen, aber ich bin da schon auch etwas verärgert darüber, dass man nicht das Maß genommen hat und sich erstmal die Mittel, die man macht. Es gab einen Prozess am Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, der über dieses Eigenblutgeschichte zu urteilen hätte. Und man hat empfohlen, die Klage zurückzuziehen. Also die Behörde sollte nicht klagen, weil da hat man zum ersten Mal richtig hingesehen. Man hat vorgeworfen, man würde vielleicht dem Heilpraktiker Recht geben, nicht weil man jetzt der Meinung ist, darf der Eigenblut oder nicht. Man hat sich nicht mit der Sachlage auseinandergesetzt, sondern nur, man hat gemerkt, hier wurde offensichtlich ja gar nicht
das Maß der Mittel genommen. Bevor eine Behörde sagt, ich untersage dir etwas, müsste man sagen, wir klären erst die Lage und untersagen dann, oder wir geben dir eine Übergabe, oder bis es geklärt ist, darfst du es noch machen. Da hängen ja auch Existenzen davon ab. So, also da hat man wirklich auch ein gutes Gericht darauf hingewiesen, es muss auch mit Maß geregelt werden und nicht eben mit dem harten Schwert. Ja, wir haben ja bei jedem Grundrecht, bei jedem Menschenrecht haben wir ja einen Kernbereich, der ist unantastbar, da darf man gar nicht ran. Ja. Und ansonsten, was außerhalb des Kernbereichs ist, darf man ja verhältnismäßig eingreifen. Und verhältnismäßig heißt geeignet, erforderlich und angemessen. Und erstmal braucht man ein legitimes Ziel. Wenn, gut, da wird wahrscheinlich der Gesetzgeber meistens die Gesundheit der Patienten im Blick haben. Das wird wahrscheinlich meistens gegeben sein. Patientensicherheit. Dieses ist ein anderes legitimes Ziel. Ja. Aber das ist immer wichtig zu wissen, welches legitime Ziel hat er, denn daran ist ja die Verhältnismäßigkeit zu messen. Und dann muss man eben schauen, ist das geeignet, das, was er macht, überhaupt dieses Ziel zu erreichen? Was nicht geeignet ist, das geht schon mal nicht. Da darf man schon mal nicht eingreifen. Und dann ist es erforderlich oder kann man das genauso gut mit einem milderen Eingriff? Und dann muss es noch angemessen sein. Also selbst wenn es geeignet und erforderlich ist, wenn das, was man jetzt unbedingt bräuchte als erforderlich, um das Ziel zu erreichen, ich sag mal, so ein heftiger Eingriff ist, dass das schwerer wiegt, als überhaupt dass das schlimmer ist, als wenn man das Ziel nicht erreicht, dann haben wir nicht die Angemessenheit. Und wir müssen immer alle drei haben, geeignet, erforderlich und angemessen, dass man überhaupt eingreifen darf, in den Kernbereich gar nicht. Ja. Deswegen kommt es sehr auf die Verhältnismäßigkeit an. Ja, also das würde ich mir wünschen, dass man genau zu diesen drei Punkten eine Ausarbeitung mir mal vorlegt, wie man das eben begründet, was man jetzt uns hier speziell im Rahmen der Eigennotbahnung angetan hat. Denn ich sehe da weder die Angemessenheit, auch die Begründung dazu und dann eben die Art, wie es gemacht wird, eben das Gesetz, das letzte Kahlschlag war ja dieses GSAV-Gesetz und da stand eben drinnen, es tritt mit dem nächsten Tag nach Verkündung in Kraft. Das heißt, am 16. August 2019 wurde durch dieses Gesetz ein Verbot möglich über Nacht, ohne den Hauch von Übergangsregelung, Besitzstandwahrung oder noch der Frist. So wie bei den Masern-Gesetz, da steht ja auch, man hat, wenn man in der Praxis ist, bis März 2020 ist es, wenn man anfängt, oder bis 21, wenn man eben halt schon im Beruf ist. So, dass man den Leuten Zeit gibt, etwas zu leisten. Das ist eigentlich selbstverständlich bei Gesetzen, wenn nicht irgendwo die Luft brennt, dass man sagt, hier muss man sofort handeln. Also ich sehe hier auch genau die Angemessenheit und die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Das müsste man sich mal kritisch anschauen, wie das verfahren worden ist. Herr Kemper, eine Frage bei dem Gesetz, das über Nacht in Kraft getreten ist. Gab es denn da irgendwie Verdienstausfallzahlungen? Weil es gibt ja bestimmt einige Kollegen, Heilpraktiker, die hatten Termine mit ihren Patienten, die mussten sie ja dann höchstwahrscheinlich absagen. Und gab es da einen Schadensersatz? Ist da was bekannt? Nein, also wir haben den Kollegen zunächst mal natürlich nur empfehlen können, das zu dokumentieren, was schon schwierig genug ist, dass wenn es mal die Rechtslage sich ändert, weil wir wollen ja bis zum Bundesverwaltungsgericht gehen, wenn das erforderlich ist, dass man dann im Nachgang sagen kann, jawohl, ich war gesetzkonform, jetzt habe ich die und die Behandlungen bei dem und dem nicht gemacht, dann kann ich den Schaden genau beziffern und ihn auch unter Umständen sogar einfordern. Aber derzeit besteht eben keine Möglichkeit, denn wenn ein Gesetz sich ändert, also beispielsweise Sie würden morgen ein Gesetz haben oder mit einer Übergang, wie auch immer, Tempo 100, dann kann man jetzt nicht sagen, jetzt kann ein Schadenersatz von Ferrari oder von ihm gefordert werden, weil die halt nur Autos bauen, bei Tempo 100 eben noch nicht so richtig warm laufen. Also ein Gesetz, das da ist, schließt ja den Schadenersatz aus. Das ist halt dann, wenn man so will, das Unternehmensrisiko. Man wird auch ja hier sagen, der Patient oder die Behandlung wurde ja gemacht, sie war letztendlich gesetzlich möglich, jetzt ist sie nicht mehr möglich, da fließt kein Schadenersatz. Also ist kein Schadenersatzanspruch, man kann den Staat ja nicht, man könnte nur, wenn es heißt, das war unrechtmäßig, das Gesetz, dann könnte man das tun, aber dann müsste man den Schaden auch beweisen. Nur es sind halt Praxen jetzt in die Insolvenz gegangen, auch Praxen, teilweise die sehr lange im Geschäft waren, die aber sich schwerpunktmäßig darauf ausgerichtet hatten und gesagt haben, es ist jetzt, sie halten das ein, das Verbot, und damit können sie ihre Praxis nicht mehr betriebswirtschaftlich und ihren Lebensunterhalt verdienen. Sie melden jetzt ihren Beruf ab und ihre Praxis. Ja, also was mir einfällt, ist, es gibt
habe ich in dem gleichen Kommentar gelesen, bei einer echten Rückwirkung, aber das heißt, dass wirklich rechtlich etwas rückwirkend greift, dann kann das die Rechtsstaatlichkeit, das Strukturprinzip Rechtsstaatlichkeit in Verbindung mit allgemeiner Handlungsfreiheit verletzen. Also echte Rückwirkung ist, man hat in der Vergangenheit was gemacht, dann wird ein Gesetz geändert und dann, dass es dann rückwirkend in der Vergangenheit schon Änderungen eintritt, rechtlichen Beurteilungen. Jetzt noch diese unechte Rückwirkung, man hat was in der Vergangenheit gemacht und ab Inkrafttreten des Gesetzes ist plötzlich alles anders. Aber naja, das ist es ja hier jetzt nicht. Es ist ja die Handlung in der Zukunft, wo man darauf vertraut hat, dass man, ich weiß nicht, ob die Rechtsstaatlichkeit auch berührt ist. Ja, also, wirklich Vertrauensschutz. Aber ich habe gelesen, allgemeine Handlungsfreiheit, Artikel 2 Absatz 1, wird das Grundrecht, das womit rechtsstaatliche Grundsätze auch subjektivierbar geltend gemacht werden können. Ich weiß aber nicht, ob das für alles gilt, was in der Rechtsstaatlichkeit drin ist. Also man hat ganz bestimmt, was den Vertrauensschutz angeht, sich nicht mal versucht, da Gedanken zu machen. Aber das Gesetz ist eben so haben wir das bisher auch jetzt anwaltlich uns erstmal sagen lassen müssen, es ist so legal durch alle Gremien gegangen. Es wurde auch durch die Lesungen, ich habe im Bundestag für kurz reden können auch dazu, konnte auch einige dazu bringen, ihre Meinung zu ändern oder auch uns sich zuzuwenden. Aber es war nicht mehr eine Bereitschaft, nochmal am Gesetz zum Beispiel reinzuschreiben, nehmen wir doch einen Sachkundeausweis und dann könnt ihr das weitermachen oder ihr bekommt noch 2 Jahre Zeit. Es kann das sein, dass ihr Geräte gekauft habt, also das Gerät, mit dem ich arbeite, hat einen Wert, ich habe 2 davon, 20.000 Euro. Jetzt habe ich die Geräte aber schon länger und die sind bezahlt. Aber es gibt Kollegen, die haben vor 1 oder 2 Jahren erst die Ausbildung gemacht, haben sich auch Geräte gekauft und sind noch in der Leasingverpflichtung und haben jetzt tatsächlich eine Insolvenz zu erwarten. Also sprich, dieser Vertrauensschutz ist hier nicht gemacht worden, aber er lässt sich jetzt auch nicht so einfordern. Wir haben das ja, also wir haben unsere Bedenken alles anwaltlich ausarbeiten lassen, aber es ist, der Verwaltungsgerichtsweg ist der, in der ersten Instanz wird sehr oberflächlich das Ganze gemacht, in der zweiten Instanz, die uns noch aussteht, da hofft man sich, dass man sich auch mit verfassungsrechtlichen Aspekten auseinandersetzt. Das geht aber alles, die Klagen im Bereich des Transfusionsgesetzes, wo ich gesagt habe, das wird hier aus meiner Sicht missbräuchlich interpretiert, weil es mit Heilpraktikern in der Form nichts zu tun hat. Mhm. Und jetzt ist aber durch dieses Gesetz von Herrn Spahn ein weiterer Aspekt, der dem zuträgt, sodass die Gefahr, dass jetzt auch Verfassungsrichter in der Berufung sagen, also offensichtlich will man das Heilpraktiker nicht tun, man hat das jetzt gesetzlich durch GSAV sogar einen Rahmen, wie man ihn besser beschreiten kann als mit dem Transfusionsgesetz und wird uns dann nicht jetzt auf einmal Recht geben. Und inwieweit was wir dann noch weitergehen können bis zum Bundesverwaltungsgericht, wir sind bereit, wir wollen das auch tun. Wir würden jetzt auch gerne die Medien haben, beziehungsweise die mal darauf hinweisen, was tut man uns da an, eben solche Stichworte, wir sagen Vertrauensschutz. Ich hatte zum Beispiel einen Sendungskontakt zum ZDF. Man war auch bereit in meiner Praxis, weil ich sagte, schaut euch mal an, wie man arbeitet. Also man sieht, viele haben gar keine Vorstellung, wie eine Praxis ausschaut. Und Herr Spahn soll dann auch zum Interview im Zusammenhang Stellung nehmen. Und da wurde der Termin aber abgesagt, weil Herr Spahn gesagt hat, er hat erst wenn das Gutachten vorliegt, möchte er das Interview führen, sodass man dann auch erst von den Medien her sich noch mehr mit uns auseinandersetzt. Wenn das heißt, jetzt geht es dem Heilpraktiker richtig an die Substanz. Es ist momentan leider schwer, Medien zu bekommen, also Sender, die sagen, wir schauen uns das an und lassen den Volk eine Meinung bilden. Also wenn irgendwo etwas passiert, sind natürlich sofort, das ist klar, das ist ein anderes Medieninteresse, aber dass man jetzt sagt, wir schauen den Heilpraktiker an, um ihn vielleicht auch eine Plattform zu geben, dass noch mehr Menschen sagen, das würde ich mir wünschen, dass auch Menschen, die jung sind, die nichts haben, sagen, hä, ich habe den Heilpraktiker gar nicht gewusst, dass es den gibt. Aber jetzt, wo ich das weiß, wenn ich mal alt bin oder wenn ich was habe, dann möchte ich auch die Wahl haben zwischen Arzt und zusätzlich Heilpraktiker. Also lass den Heilpraktiker bitte leben und lass ihn in Ruhe. Also wir brauchen auch natürlich Öffentlichkeit und das ist auch etwas, wo ich mir selbst einen Vorwurf machen muss als Verbandsfunktionär. Nur wir haben natürlich auch nur bescheidene Mittel, dass man noch mehr in die Öffentlichkeitsarbeit geht. Und das müssen wir jetzt halt aktiv tun, auch mit richtig Geld in die Hand nehmen, heißt das. Es wäre schön gewesen, wenn die Medien von sich aus uns eine Plattform gegeben hätten. Auch eben, sie finden zum Beispiel bei solchen, wenn die Medienberichte um Brückenbrach, die waren sehr intensiv.
Da haben sie aber vergeblich Interviews jetzt mit mir oder mit Heilpraktikern, die eben halt die Sachkenntnis haben, zu sagen, was der Mann kriminell gemacht hat. Das habe ich in Interviews in unseren Fachzeitschriften sofort gemacht. Aber das finden sie in keinen, sie finden das in keinem öffentlichen Medium. Was ist von vornherein klar? Das ist alles kriminell. Es ist nicht nur ein schwarzes Schaf, es ist ein Krimineller. Und deswegen, es ist nicht die Heilpraktiker-Gefahr. Es gibt schwarze Schafe und es gibt einzelne Kriminelle. Aber das auf den ganzen Beruf, so ein Regelungswerk, Bollwerk zu machen, das haben wir nicht verdient. Ja. Haben Sie denn das Gefühl, dass bei den Heilpraktikern prekär gegen die Heilpraktiker berichtet wird? Prekär will ich nicht sagen, aber wenn ich mir anschaue, welche Fälle zum Teil uralt und dann wieder und auch wie die Bildinszenierung teilweise ist, wird es natürlich gerne natürlich etwas aufreißerischer dargestellt, damit es halt auch dramatisch ist. Also man hat zum Beispiel auch, wenn Sie zum Beispiel sehen, aber es war ein Arzt, der es gemacht hat, bei einer prominenten Frau, ich glaube, das war die Frau Feldbusch, gezeigt, wie die Lippe geschwollen war, nachdem sie die Lippe aufspritzen lassen. Das ist nach 2 Tagen natürlich auch wieder weg. Aber in der ersten Moment der Schwellung sieht es halt natürlich etwas entstellt aus, so ein Gesicht. So, also das ist immer natürlich schöner, Bilder zu zeigen, die eine gewisse Dramatik ausdrücken. Und das kommt halt besser an. Also wir haben, ja, wir haben keine gute Presse und das Interesse an Darstellung von Heilpraktikern. Man sieht schon mal, dass ein Heilpraktiker eine Ernährungsberatung macht, dass ein Heilpraktiker mal irgendwas erzählt in einem Mittagsmagazin, sehr positiv. Aber über eine Sendung, die sich wirklich mal mit dem Heilpraktiker beschäftigt, ihn begleitet in der Praxis, vielleicht auch mit Patienten spricht, es, als dieser ZDF-Termin war. Ich habe nur an dem Tag, wo ich das wusste, das ist in 2 Wochen, die ersten Patienten angesprochen. Alle haben sofort gesagt, ja, Sie können mit mir rechnen, ich bin da, man kann mit mir sprechen, ich will auch keinen Datenschutz, man kann meinen Namen unterschreiben. Das sind Patienten, die 30 Jahre bei mir sind. Eine Dame, die war zufällig an dem Tag da. Also, und auch jüngere Patienten. Also wir würden schon Patienten dazu kriegen, sich auch zu äußern. Auch bestimmt gibt es Patienten, die sagen, ich habe an mir nichts gebracht. Ich habe auch Patienten, wo ich keinen Erfolg habe. Aber Sie werden, glaube ich, kaum Patienten finden, die sich von mir abgekocht, abgezockt oder so behandelt fühlen, dass es ihnen schlechter geht. Ja, wir können ja nicht nur Erfolge haben, aber wir machen eine gute Arbeit und das sehr, sehr stringent und sehr durchgängig. Was mir noch einfällt zu Artikel 12 Grundgesetz, Berufsfreiheit. Ich habe dort in den Kommentar auch gelesen, gerade wenn es um die Gesundheit geht, ist einer der Gründe, wo halt die Ausübung, der Staat in die Ausübung eingreifen darf. Und aber etwas, wo er auch eingreifen darf, ist, um den Wettbewerb zu erhalten. Da stellt sich für mich die Frage im Umkehrschluss, ob Eingriffe, die den Wettbewerb und auch die Wahlfreiheit für den Patienten eher bremsen, Wettbewerb reduzieren, ob er da nicht zurückhaltender sein muss. Ja, würde ich sagen, ja, Sie haben recht, würde ich mir wünschen, dass man da einfach, also wir haben ja, also, wir haben ein sehr gutes Gesetz, das Heilmittelwerbegesetz, was sehr strenge Maßnahmen hat, weil man sagt, man möchte nicht, dass mit Ängsten, mit Leiden Menschen dazu gebracht werden, alles auszugeben in der Hoffnung, dann kann ich etwas besser leben. Das ist auch sehr, sehr gut gemacht. Das kann ich auch nur voll unterschreiben. Aber so dieses Grundrecht, was Sie mir auch jetzt erst so deutlich gemacht haben, ich habe mich damit ehrlich gesagt da nicht richtig beschäftigt, das ist was sehr Hochrangiges, was sehr Wertvolles. Und da sind wir in Deutschland ja eigentlich, können wir stolz drauf sein, auf, wenn man sieht, wie Menschen auf die Straße gehen, wofür alles gestreikt und demonstriert werden kann und darf. Ich bin momentan etwas erschüttert in meinem Glauben an dem System, weil nur dieses Beispiel Transfusionsgesetz, ich hätte, als das erste Mal der Versuch kam, ich hätte geschworen, das kann nicht sein, dass man daraus uns ein Verbot wirklich macht und das rechtlich durchkommen kann mit einem Verbot bezogen auf Transfusionsgesetz. In einer Weise, wenn man das Gesetz liest, das so abstrus und abwegig ist. Jetzt hat man das gemacht. Ich bin auch da tief erschüttert und habe da ein bisschen den Glauben verloren. Und dass solche Formulierungen, die wieder Hoffnung machen können, ich hoffe, dass es uns, wir werden es den Anwälten auch so beten, auch in der Richtung zu ermitteln, was können wir tun, um in die Verhandlung besser vorbereitet zu gehen, wenn es um die Rechtsordnung geht und das Rechtsgutachten auszuwerten. Ich habe mit dem Gleichheitsgrundsatz, ja auch interessant, der Gesetzgeber, mit Gleichheitsgrundsatz wird ja auch so ausgelegt, was wesentlich gleich ist, dass man das gleich behandelt, was wesentlich ungleich ist, ungleich behandelt. Aber ich habe mal ein Urteil gelesen, oder eine Pressemitteilung über ein Urteil, da ging es darum, wie man jetzt Eltern
welche Ersatzleistung es jetzt für Eltern gibt. Ob alle das gleiche Netto, den gleichen Betrag kriegen sollten, weil sie alle die gleiche Kinder sind, gleiche Leistung ist, oder so wie es heute ist, mehr Elterngeld als Lohnersatzleistung. Und da haben Leute geklagt, haben die Klage verloren, haben das Verfassungsgericht dann gesagt, es geht nicht darum, der Gesetzgeber, dass er unbedingt das beste System machen muss, sondern er muss da halt nur einen bestimmten, kann sich aussuchen praktisch ungefähr, was er für Maßstab anlegt, aber den muss er dann auch gleichheitsgerecht durchhalten. Und er fand das halt dann vergleichbarer mit dem Blick der Lohnersatzleistung. Jetzt stellt sich natürlich hier die Frage, wie weit kann der, meiner Meinung nach, der Gesetzgeber, aus welcher Perspektive kann er das sehen, ohne dass ein Gleichheitsgrund, dass es Gleichheitsgrundsatz nicht mehr rechtfertigbar ist. Die Frage, die Perspektive annehmen darf. Ja, ich würde mir natürlich von Herzen wünschen, dass der Gutachter, der vom Gesundheitsministerium beauftragt wird, sich genauso diese Paragraphen und diese Artikel anschaut und dann eine Vorlage macht, dass, wenn man den Heilpraktiker abschaffen will, dass das nicht einfach ist und dass man sich ja wirklich Gedanken machen muss mit diesen Menschen, die zum Heilpraktiker gehen, dass die ja damit auch ein Recht verlieren oder einen Service verlieren. So, und ob das dadurch, das ist nicht in der Fragestellung gegeben. Ich hoffe, dass ein Verfassungsrechtler auch darauf hinweist, ihr könnt zwar sagen, juristisch, das sind die Methoden, wie man einen Beruf kaputt macht, reglementiert, akademisiert oder abschafft, also das ist das Wort kaputt machen, oder verstümmelt, oder es lassen, wie es ist, will man ja nicht, sonst würde man das Gutachten nicht machen. Aber ich hoffe, dass man auch sagt, aber ihr müsst auch dann denken, wenn die Patienten, die jetzt zum Heilpraktiker gehen, womöglich welche diesmal wollen, auf die Straße gehen oder darauf aufmerksam werden. Wir wollen alles dafür tun, damit ihr darauf aufmerksam werden und die Politik in die Pflicht immer sagen, wieso macht ihr das, wieso lasst ihr das nicht? Macht doch einfach Kontrolle, macht Aufsicht. Das ist Ausschöpfen und Einhalten der Gesetze überwachen. Also dass man das tut, wäre ich sofort ja dafür. Also ich hoffe, dass man das dem Gesundheitsministerium auch nahelegt, das als Alternative zu überlegen. Ich habe bisher selten Leute aus Gesundheitsberufen oder Ärzte oder Heilpraktiker auf der Straße gesehen. Vielleicht habe ich nicht im richtigen Moment hingeschaut. Nein, es ist auch ist traurig. Wissen Sie, ich muss uns vorwerfen, wir machen unsere Arbeit eigentlich eher so im Stillen. Früher war das so, wenn ein Arzt zu mir gekommen ist, hat er auch gefragt, kann ich denn nicht Mittwochnachmittags nicht nur kommen wegen meiner Sprechstunde, ich möchte auch zu einer Zeit kommen, wo Sie keinen anderen Patienten haben, mir wäre es peinlich, wenn meine eigenen Patienten sind, dass ich zu Ihnen komme. Das ist seit 20 Jahren nicht mehr der Fall. Die Ärzte kommen ganz normal, wie jeder andere auch, und schicken Patienten. Ich habe jede Woche bestimmt 10, 15 Patienten, die von einem Arzt mitgeschickt werden, weil ich etwas da mache bei dem Patienten, was der Arzt nicht will, nicht kann, aber der Patient verdammt gut tun würde. So ist zum Beispiel das Aufhören des Rauchens, ist etwas, was Heilpraktiker auch da was sehr ganz gut machen. Da Menschen zu begleiten, zu unterstützen. So, jetzt ist das so, dass wir aber uns so sicher gefühlt haben, wir haben gar nicht jetzt damit gerechnet. Und natürlich dieser Fallbrückenbrach, dass er diese Auswirkung hat, haben wir auch völlig unterschätzt, dass man aus diesem Einzelfall jetzt so eine Lawine losgetrampelt hat. Also wir sind nicht auf die Straße gegangen, weil wir gedacht haben, wir brauchen das nicht. Wir machen unseren Job, wir wollen ja nichts. Wir haben keine Forderungen. Wir wollen weder Geld von öffentlichen Kassen, noch wollen wir schönere Gesetze haben, noch mehr Freiheiten. Wir waren einfach mit uns zufrieden und die Patienten mit uns. Und jetzt hat man gewissermaßen eben halt durch dieses Auslegen von Transfusionsgesetz, Arzneimittelgesetz, Eigenblut, auf einmal greift man uns an. Also wir sind auf so einen Kampf nicht vorbereitet, weil wir im Frieden und Harmonie gelebt haben und überhaupt in keinster Weise damit gerechnet haben. Amtsärzte, die Heilpraktikerpraxen überprüfen. Ich bin eingeladen worden, das ist auch schon 15 Jahre her, da hat das Gesundheitsamt Frankfurt uns Verbände eingeladen, ich bin natürlich auch dahin. Man hat 350 Praxen untersucht und uns gesagt, also durch die Bank, wir sind hochzufrieden. Es ist so, wie bei Ärzten, wie es auch sein muss. Wir können nicht sagen, dass Heilpraktiker hygienemäßig schlechter aufgestellt wird, teilweise sogar sehr, sehr noch vorbildlicher. Ich weiß, das ist bei mir auch genauso in der Praxis. Man will ja einfach sich nichts ankreiden lassen können. Also wir haben hier fast einen vorauseilenden Gehorsam. Wir wollen vorbildlich sein und nicht angreifbar. Und wir haben uns darin sicher gewogen. Die Amtsärzte, die Heilpraktiker prüfen, haben oft eine hohe Meinung von Amtsärzten, die prüfen. Es gibt auch welche, die nicht prüfen. Wie bei diesem Panorama-Artikel jemand zu Wort gekommen ist, haben auch eine Dienstaufsichtsbeschwerde hinterhergeschickt,
weil da verleumdet und verunglimpft worden ist mit Aussagen, die man so nicht stehen lassen muss, weil sie nicht stimmen. Aber die Amtsärzte, die den Heilpraktikerberuf kennen, weil sie ihn prüfen und die schwere Prüfung sehen und die hohe Durchfallsquote, die haben eine andere Meinung. Ich habe mit Herrn Laumann, jetzt ist er Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen, gesprochen, als er noch in Berlin Patientenbeauftragter der CDU war. Wir sind dahin, das war nach Brückenbracht, und dann sagte er uns, wir haben ja jetzt diese einheitlichen Überprüfungsrichtlinien, das war auch die Idee als den Fall, und damit ist das für uns erledigt. Jetzt gibt es ja eine noch strengere, noch einheitliche Überprüfungsordnung, dass man nicht sagen kann, da gibt es vielleicht einen Amtsarzt, der ist müde, der ist gnädiger, da kann man leichter die Prüfung bestehen. Es gibt bundeseinheitliche, hohen Anspruch an die Überprüfung, und wer das besteht, der hat wirklich Wissen auch nachgewiesen, dass er keinen Schaden für die Volksgesundheit eigentlich so leicht machen kann. So, das heißt, wir sind da auch in diesem Glauben gegangen, das war die Antwort, man hat hier einen Bedarf gesehen, der wurde ohne mit Übermaß reguliert und haben uns in der Sicherheit gewogen, jetzt können wir es so weitermachen und jetzt wird es halt noch besser, die Qualität der Heilpraktiker in der Überprüfung, und jetzt können wir weiter in Ruhe leben und arbeiten, und wir müssen nicht auf die Straße gehen. Wir müssen tatsächlich irgendwie auf die Straße kommen, da gebe ich Ihnen recht. Jetzt gibt es bei der UNO noch ein weiteres soziales Menschenrecht. Das kommt so unscheinbar daher. Menschenrecht, Höchstmaß an Gesundheit, das fällt einem sofort ins Auge. Aber es gibt auch dieses Menschenrecht auf kulturelle Teilhabe. Und das betrifft halt nicht nur Kultur, sondern auch Traditionen. Und laut der Rechtsauffassung von dem Ausschuss der UNO zum UNO-Sozialpakt, der halt zu den ganzen Menschenrechten, der drinstehen, allgemeine Kommentare eben rausgibt, wie er meint, wie es auszulegen sei, gehört dazu auch Traditionen inklusive indigene Medizin. Jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, da Heilpraktiker ja auch Schwerpunkt haben, starke Rolle im Bereich Naturheilmedizin, könnte das vielleicht auch mit unter dieses Menschenrecht fallen? Also indigene Medizin, ist das so lange schon verwurzelt? Es hört sich natürlich eigentlich sehr positiv an. Ich sehe, wir haben ja zum Beispiel, wenn man das so Verwurzelung sagen will, die Hildegard-Medizin. Man hat ja früher generell in der Medizin, es gab ja nicht Ärzte, und als es Ärzte gab und die Geld haben wollten, es gab ja noch keine gesetzlichen Kassen, konnte der arme Mann eigentlich nur zur Kirche gehen. Und so gab es dann die klosterale Medizin, worauf dann Hildegard-Medizin, später Pfarrer Kneipp, der Pfarrer Angerer, von dem die Augendiagnostik auch stammt. Also es kommen ganz viele gute medizinische, naturkundliche Ansätze aus der Kirche. So, da sehe ich so einen Zusammenhang. Ich sehe, dass man da sagen kann, jawohl, das hat eine Tradition, das ist gewachsen, also im weitesten Sinn fast ein bisschen indigen. Aber wir haben natürlich auch junge Verfahren wie Neuraltherapie, auch Chiropraktik. Die Homöopathie ist über 200 Jahre alt. Also man muss mal gucken, wie lange muss etwas sein, bevor man sagen kann, es ist Tradition? Wir möchten ja auch in die Moderne gehen. Also ich persönlich muss ja auch immer sagen, wir machen ja nicht nur Naturmedizin. Wenn ich eine Akupunkturnadel nehme, die ist aus Stahl, und wenn ich mit einer Ozonspritze unter die Haut gebe, habe ich das Ozon an einem Generator erzeugt mit einer Hochvolt-Klimmenladungsröhre, wo genau Milligramm genau die Dosierung herauskommt. Also mit ganz viel Medizintechnik, die natürlich auch alle Zertifizierung geprüft ist. So. Das heißt, das sind zwar Verfahren, die auch alle schon eine Erfahrungsheilkunde haben und zig Jahre funktionieren, aber das würde diesem Anspruch vermutlich nicht gerecht werden. Also ich würde auch gerne den Heilpraktiker immer in den Vordergrund stellen und gar nicht so bestimmte Verfahren. Es gibt welche zum Beispiel aus Fernost wie DCM oder Ayurveda aus dem indischen Bereich, die wir auch zum Teil hier uns stückweise holen. Also es gibt sehr wohl Kulturgut, es gibt deutsches Gut zum Beispiel auch, und es gibt dann international. Aber das wäre ein Teil. Also würde man nur etwas, wo man sagt, jawohl, das kann man durch die Geschichte so ableiten und das gibt dann einen Schutz, dann würde das für aus ganz wenig zutreffen. Aber das meiste, was uns ausmacht, leider nicht. Also ausländische traditionelle Medizin fällt da auch drunter, also nach Auffassung eben im Ausschuss. Angenommene Tradition. So UNO, ja. Sozialpakt. Und der Heilpraktiker selber ist eine Tradition. Das höre ich sehr gerne.
Und werde vorher gerade im Hintergrund sich geäußert. Ja, hier ist auch nochmal kurz die Regie, weil wir haben schon 9 Uhr durch. Wir müssten langsam zum Ende kommen, aber ich finde, wir sollten noch einen richtig guten Abschluss geben, weil ich fand, das war bis jetzt eine super informative Sendung. Herr Kemper, was würden Sie sich denn wünschen? Wie sollte denn die ganze Geschichte Ihrer Meinung nach am besten aussehen? Und der Volker hat bestimmt auch noch ein paar Abschlussfragen. Gut, ich antworte jetzt da sofort. Mein Wunsch wäre es, dass sich das Gesundheitsministerium mit genau diesem Referat oder Gremium, das sich jetzt damit beschäftigen wird, dieses Rechtsgutachten in die Hand zu bekommen, mit uns zusammensetzt, idealerweise schon parallel, dass wir auch unsere Eingaben da machen und wir dann gemeinsam eine Modernisierung beschließen und auch machen, dass alle damit gut leben können. Wir sind ja bereit, da wo man sagt, das können wir so nicht lassen, da brauchen wir eine politische Sicherheit, dann müssen wir schauen, wie machen wir das. Das heißt, man muss die Möglichkeit geben, für die, die arbeiten, eine Art Nachqualifikation oder Anerkennung, das gibt es ja in vielen Berufen, wo man das gemacht hat, und für die Zukunft muss man halt auch ähnlich wie beim Hebammengesetz sagen, die Heilpraktikerschulen, die es gibt, die können so und so lange weiter so ausbilden. Eventuell folgt dann hier noch eine Art staatliche Evaluation bis hin dann zu einem stufenweisen Aufbau, zu einer Anerkennung. Also alle Modelle sind erstmal verhandelbar und denkbar. Aber der Wunsch, den Heilpraktiker idealerweise so zu belassen, wie er ist, auch mit den Invasiven, mit den Techniken, weil es ist, ich sage es jetzt mal ein bisschen buschikos, Der Zauber, den wir machen, ist für den Patienten wirklich gut. Und ich kann jetzt nicht sagen, ob das, manchmal sagen Patienten, ich habe das Gefühl, es ist besser und ich denke, ich habe noch gar nichts gemacht. Es kann noch nicht so viel von den Mitteln da kommen. Die können noch gar nicht lange genug eingenommen sein. Und dem Patienten muss man das erhalten. Und ich kann nicht zum Patienten sagen, weil ich jetzt nett bin und dir helfen will, ich habe aber nur Placebo zur Verfügung, weil alles andere hat mir das Gesundheitsministerium genommen, dann ist es tot. Also ob jetzt der eine sagt, die Spritze hat mir geholfen, der Knack, die Atmosphäre der Praxis, ich finde es wirklich schön, wenn einer sagt, man hat auch ein Recht auf einen Heilpraktiker und ich möchte den Heilpraktiker, wie er ist, retten und erhalten und wir sind dazu Opfern bereit und das muss man vielleicht so verhandeln, wie man in jeder Verhandlung geht. Da müsste man uns versuchen, auch so ein bisschen auf Augenhöhe anzunehmen und im Auge haben, wie können wir alle am Ende gut zurechtkommen. Unser Angebot wäre da, alles dafür zu tun. Man müsste uns auch nur die Chance geben, davor zu sprechen. Da sehe ich, meine Recherche für die Sendung ist mir noch die Strategie der Weltgesundheitsorganisation im Blick gekommen. Zur traditionellen Medizin, gut, die sicherlich dann Schnittmenge mit den Heilpraktikern hat, aber nicht alles umfasst. Diese Strategie ist für die Jahre von der WHO für 2014 bis 2023 und grob gesagt setzt sie dort auf die Verbreitung des Wissens, Qualitätssicherung und Verfügbarkeit traditioneller Medizin für alle. Mhm. Das scheint ja auch so zu ihrer Richtung zu passen und eben gerade nicht Abschaffung, sondern ja. Verbesserung und Erhalt der Verfügbarkeit. Richtig. Schauen Sie, weil Sie das Wort Qualitätssicherung, wir haben, das war etwa um das Jahr 2000 angefangen und 2014 gab es dann offiziell in einem richtigen Guss das Fortbildungszertifikat für Heilpraktiker. Wir haben ein System genommen, ein Punktesystem, exakt abgekupfert von der Ärztekammer, wie Ärzte sich fortbilden müssen, damit sie ihre Kassenzulassung nicht verlieren, damit sie einfach gute Ärzte sind. Und wir haben bewusst das so übernommen, dann kann man nicht sagen, es taucht nichts, es ist zu schwach, sondern wenn es für Ärzte ausreichend empfunden wird, so und so viele Fortbildungen zu besuchen, die zertifiziert sind, dafür Punkte zu sammeln, dann machen wir das halt auch. So, das haben wir freiwillig gemacht. Es haben sich da sehr schnell über 15.000 Heilpraktiker dann beteiligt, also auch weit über unseren Verband hinaus. Das zeigt halt auch, dass Heilpraktiker freiwillig bereit sind, was zu tun. Also man kann die Qualitätssicherung leicht definieren, wie sie halt auch bei Ärzten gemacht wird. Und dann kann man, das fand ich sehr schön, im Hebammengesetz gibt es einen, auch so eine Art in der Übergangsform, dass ja auch etwas anerkannt werden muss, was man lebenslanges Lernen nennt. Also es ist doch klar, das, was ich gelernt habe vor 40 Jahren, ist heute alles falsch. Ich arbeite heute doch ganz anders, denn ich habe angefangen, da gab es tatsächlich noch Glasspritzen und Rekordkanülen, die man sterilisieren konnte, aber es gab auch schon Einwegmaterial. Wir haben natürlich nur Einwegmaterial damals, was mein Vater, wo ich dann angefangen habe, gekauft. Aber es gab das andere halt auch. So, das heißt, es hat sich alles entwickelt, es hat es völlig modernisiert und jeder
der heute arbeitet, macht es ganz sicherlich anders, als er in seiner Ausbildung es gelernt hat. Das gilt, glaube ich, für jeden Beruf. Sodass man auch diese Übergangsregelung durch lebenslanges Lernen, durch Erfahrung, es gibt Gesetze, sehr gute Gesetze, Medizinproduktegesetz, das steht eben drin. Ein Medizinprodukt darf nur der anwenden, der dazu ausgebildet ist oder die Erfahrung hat. Weil eben nicht jeder hat eine Ausbildung, aber hat ganz viel Erfahrung und macht es bestimmt richtig, weil es ja schon so lange macht und noch nie jemanden damit umgebracht hat, als Beispiel. Also man kann das wirklich praktisch machen. Es ist kein unlösbarer Knoten, uns in die Moderne zu nehmen. Und vielleicht, aber dazu muss man weg von wissenschaftlichen Studien, weil was mir Sorge macht, dass Herr Spahn öffentlich gesagt hat, das werden Sie vielleicht selbst auch mal gehört haben, in mehreren Fernsehsendungen, Medien, er hat sich auf die Fahne geschrieben, die unwirksame Therapien zu verbieten. Also ich würde mir erstmal nicht so leicht anmaßen zu sagen, also auch ich, und ich habe wirklich viel Erfahrung, was ist unwirksam? Es gibt gefährliche Sachen bestimmt und es gibt Sachen, da gibt es mehr Erfolgsberichte und manche mit weniger. Aber überhaupt schon, dass es gibt ein Gutes und ein Böses, zeigt schon, da ist jetzt nicht so der Weitblick drauf, was tut einfach gut und was muss man ganz kritisch sehen, weil da auch einfach Gefahrenpotenzial steckt. Da bin ich immer dafür, Gefahren zu vermeiden, zu minimieren. Aber was ist wirksam? Und deswegen der Heilpraktikerberuf in seinen Ansatz, in seiner Ganzheitlichkeit und durch die Vielfalt, nur die kann er das sein, was er heute ist. Das sollte man erhalten als Kulturgut, als eine Qualität, die ein Bürger in Anspruch nehmen soll und darf und kann, wenn er es sich wünscht. So, das ist was ganz Einmaliges in Deutschland. Es gibt den Heilpraktiker, wie es wir sind, nur in Deutschland. Deswegen können wir auch nicht auf EU-Gesetze oder Rechte uns sehr verlassen, weil es da keinen Heilpraktiker gibt wie bei uns. Ja, vielen Dank für das Interview. Ja, ich bedanke mich auch von der Regie. Also ich mache ja hier nur die Technik, aber ich habe unglaublich viel lernen dürfen. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also richtig toll. Und auch jetzt Kompliment an hier Reusing. Das Wissen, das Sie haben und diese positive Zuwendung, diese Empathie, die man spürt, das würde ich mir wirklich wünschen bei manchen Verhandlungspartnern, mit denen ich momentan versuche, Termine zu kriegen, was verdammt dickes Brett zu bohren ist im Augenblick. Aber vielleicht hilft auch so ein Beitrag dazu. Ich hoffe, dass das wirklich eine Verteilung hat, dass Leute da mal reinhören, einfach mal so reinhören, um sich eine Meinung zu bilden und nicht mit einer vorgefassten Meinung am Radiergummi arbeiten. Ich denke, gerade wenn man es mal durch die Menschenrechtsbrille betrachtet, sowohl bei Patienten als auch beim Leistungsanbietern, was sie für Rechte haben, bekommt man noch, gerade weil es viele Menschenrechte und Grundrechte gibt in der Summe, zur ausgewogeneren Lösung und nicht so zur Radikallösung in der einen oder anderen Richtung. Ich gehe jetzt davon aus, wir sind jetzt nicht mehr in der Aufzeichnung oder sind wir noch in der Aufzeichnung? Okay. Es ist ein ganz lockeres Gespräch, das darf aber auch so sein. Also wie gesagt, ich finde das so schön, solche Gespräche zu führen. Ich würde mir das wünschen, dass man das einfach an verschiedenen Stellen mal machen kann, damit man sich auch sensibilisiert, was geschieht in einer Heilpraktikerpraxis und nicht nur in einer, sondern in den, dass man auch versteht. Wissen Sie, ich kenne halt auch viele, viele Kollegen und die sind teilweise so unterschiedlich, aber so wertvoll für den Menschen, die zu ihnen gehen. Das darf man nicht kaputt machen. Man kann es ja gerne mal wiederholen. Ich würde jetzt hier rausgehen. Ja. Sie sind dann noch weiter im Gespräch. Sie können dann weiter quatschen, aber den Stream, den beenden wir jetzt hier mal an alle Zuschauer. Ich wünsche einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Ja, vielen Dank an Volker Reusing und an Siegfried Kemper für die Zeit. Einen wunderschönen Abend wünsche ich. Ich bedanke mich für die Gelegenheit, sprechen zu dürfen. Hast du einen Abspann? Dankeschön. So.